Angebotene. Ja, Mädel, Leute, Servus und herzlich willkommen zurück bei der Hagebundene. Heute habe ich euch was ganz Besonderes mitgebracht. Unser Bommespanzer vom schaurigen Berge redet heute einerseits über vermutlich das Thema, er habe nur ein T-Shirt. Und dann zusätzlich wird es einen 41-minütigen Monolog geben, in dem unser Qualemann ziemlich viel die Hater nicht erwähnt. Genau. Die erwähnt er ja schließlich nicht. Genau. Da wird es dann selbstverständlich auch wieder den Hate-Erwähn-Counter geben. Den natürlich immer nur bei den Vlogs und nicht bei den normalen Videos, weil er hat ja gesagt, in seinen Vlogs thematisiert er die Hater nicht. Und das ist ja der eigentliche Sinn des Counters, ihm halt zu zeigen, dass er gerade das tut. So, ich will jetzt aber hier nicht rumschwafeln, sondern wir fangen jetzt mal direkt an mit Drachenlord. Ich habe nur ein Shirt. Re-up, wie immer, beim Spiegellord. Ehre geht raus und natürlich auch Liebe. Grüß und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Was ist da, Mädel, das fängt schon mal gut an. Neutrale Stimmung. Ich mach mal einen Ticken leiser, weil mir klingeln die Ohren. So. Was ist heute für eine komische Position? Ja, ich habe mich gestern mit einem Hater geprügelt und so weiter und der hat mich... Glaube ich dir nicht. Zeig ein Video, sonst glaube ich es dir nicht. ...dann ziemlich zugerichtet. Ich den aber auch. Sein ganzes Shirt war im Arsch. Und da ist mir eine Idee gekommen, weil es unter anderem seine Aussage war, so... wie war die Aussage? Ja, ich habe wenigstens noch Ersatzshirts zu Hause und trage nicht immer nur zwei Shirts oder so. Und hier wollte ich mal mit einem kleinen Missverständnis aufräumen. Denn ich habe bestimmt 40 Shirts, wahrscheinlich 50, vielleicht sogar noch mehr. Garantiert, Rainer. Ja, die hast du. Das stimmt, hat er wirklich. Ich meine, normaler Mensch, ne? Der passt in eins von seinen Zelten, ich glaube, 4 oder 5 Mal rein. Das heißt, ein reiner Shirt bietet genug Platz für 5 Menschen, sagen wir mal. So. Das heißt... Ah, okay. Nee, kommt trotzdem nicht hin. Ich sag mal, wenn er sagt 50 T-Shirts, dann wären das in normalen Menschen umgerechnet, ja, 50 Personen wären dann logischerweise bedient. Wie gesagt, pro T-Shirt 5 Leute. Also bei 50 T-Shirts in Normalmenschengröße wären das 10 reiner T-Shirts. Ja, doch, das kommt hin. Also, er hat 50 Normalmenschen-Shirts und 10 reiner Shirts. Beziehungsweise Zelte. Hier liegen jetzt, wartet mal, ich habe gar nicht gezählt. 2, 4. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hier liegen 21, 22 Shirts ungefähr. Und es sind jetzt nur die, die hier liegen. Dazu trage ich natürlich auch noch ein Shirt. Ne? Also hier. Und ich habe manche Shirts auch doppelt und dreifach. Die liegen jetzt nicht alle hier. Ein paar habe ich schon aussortiert. Liegt hier eigentlich auch noch was im Schrank. Ich meine, das hier sind die Pullis. Ah, hier ist zum Beispiel auch noch ein Shirt. Seht ihr, das kann ich auch mal mit herlegen. Das ist zwar eins, das ich nicht so oft trage, aber das macht mir nichts. Und hier ist noch eins. Also es sind sogar noch einige im Schrank. Hier. Ja, dann zeig doch mal her. So kannst du viel behaupten. Da kannst du auch sagen, neben mir hier liegt der Lügenschatz und 10.000 Euro in bar. Also wenn du nur die Decke filmst, dann kann da auch neben dir das Bernsteinzimmer liegen. Und ja. Das
sind sogar noch einen ganzen Haufen. Also es liegen sogar noch welche hier im Schrank. Und hier liegen jetzt, wie gesagt, 20, 22 Shirts in etwa. Na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sehe ich da. Manche sind mir zu klein. Die waren mir aber schon zu klein. Das ist zum Beispiel jetzt bei dem Fall ein Shirt von... Ja, dann zählt das doch nicht. Also... Rainer. Er meint Shirts, die du trägst und nicht welche, die viel zu klein sind und du vor was weiß ich wie vielen Jahren getragen hast, als du noch ein normaler Mensch warst. Irgendwann mal. Das zählt natürlich nicht, weil die ziehst ja sowieso nicht an. Also du könntest es, das wäre da wahrscheinlich ein Crop Top, aber das möchte keiner sehen und deswegen ziehst du lieber deine 5-Mann-Zelte an. Terra, das war von Anfang an zu klein, das war einfach ein Shirt, was dabei war. Bei am Spiel, was ich mir gekauft habe. Das gibt es ja auch mal. Und das meiste davon sind halt Bands-Shirts. So. Das so roundabout liegen da jetzt 14 Shirts. Blaue, da habe ich zum Beispiel mal geschenkt bekommen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die anderen, die wir da gerade gesehen haben, die zwei, die beziehungsweise die... hier auf der linken Seite, die vier hatten wir schon, also ziehen wir die mal ab, dann sind das 9. Mit den anderen, die ich da gerade schon gezählt habe, das waren, ja, dann sind wir bei 17 etwa. Das hier ist ein Shirt von Spitfire, das haben die Jungs mir geschenkt, als die hier mal waren, um mir eine CD zu geben und so weiter. Das war 2016 noch, da war es noch relativ normal mit den Leuten. Das hier ist ein Band-Shirt von einer anderen Band. Blessed Hellriders, glaube ich, heißen die. Hier ist ein weißes Shirt, das habe ich gerade hergelegt. Dann hier ein Band-Shirt von der Band Dragon Force. Das habe ich mir damals auf Konzert gekauft, als wir in München waren. Das war unser erstes Dragon Force-Konzert, damals zu viert. Nee, zu dritt. Das habe ich auch geschenkt bekommen, das da auch. Das da ist eins von meinem Konzert von Aspen Würzburg. Das hier ist mein... Out and Loud Shirt vom Out and Loud Konzert damals. Mein Portal Shirt habe ich geschenkt bekommen. Das hier ist mein Wacken Shirt von 2011. Genau. Ja, alles sehr neue T-Shirts auf jeden Fall. Also Wacken 2011 war, warte mal. Ja, 2011, ne? Ich guck mal kurz in den Kalender. Ja. Ist jetzt auch schon eine Weile her. So. So gut. Und das sind jetzt aber nur eine Handvoll Shirts von denen, die ich habe. Ach so, die anderen gibt's zwar, aber die zeigst du natürlich nicht. Wohlgemerkt, die Shirts, die in diesem Zimmer sind, sind größtenteils aussortiert, weil sie mir nicht mehr passen, weil sie mir nicht mehr gefallen oder im Fall von zum Beispiel dem Wacken-Shirt oder so, mir zu wertvoll sind, dass ich sie anziehe. Zu wertvoll. Geil. Ja, deswegen hast du es auch schon ein paar Mal angehabt, ne? Aber ist zu wertvoll, Rainer. Hm. Und wenn jetzt irgendjemand, ne? Ganz ehrlich, wenn jetzt irgendjemand sagt, das sind doch nur Shirts, die sind nur zum Tragen da, dann sage ich ganz ehrlich, es sind Shirts, ja. Und es sind teilweise Erinnerungen damit verbunden. Und es gibt Leute, die stellen sich Schuhe in Regale. Also, bitte, ne? Ja, dass man Schuhe ins Regal stellt, ist jetzt tatsächlich relativ normal. Dafür gibt es einen Schuhschrank oder so. Was du meinst, sind Leute, die sich tausende von Schuhen kaufen, die dann hinter sich alle an eine Wand ballern, die dann auch noch beleuchten und aussehen wollen wie irgend so ein Schuhgeschäft. Also, da muss ich gestehen, raff ich auch nicht so ganz. Also, ja, ich glaube, alle wissen, welcher YouTuber damit jetzt gemeint ist. Ich werde jetzt hier keine Namen nennen, aber ja, ist auch egal, aber ich raff's nicht. Aber jedem das eine, ne? Irgendwer sammelt Briefmarken, der andere Münzen und dann halt Schuhe, warum nicht? Diese ganzen YouTuber mit ihren tausenden Schuhen, ApoRed und wie sie alle heißen, finde ich total dämlich. So, und ich habe halt wie gesagt noch viel, viel mehr Shirts. Es sind...
Ja, Rainer, dann zeigst du doch auch. Ich meine, das ist immer die geilste Aussage. Ja, ich habe ja noch viel mehr, aber Leute, die zeige ich natürlich nicht, weil, ja, die gibt es, aber die sind gerade nicht hier. Die sind im Urlaub. Dings hier. Momentan auch noch Dutzende in der Wäsche. Eins habe ich an. Das, was ich anhabe, habe ich auch noch mal in der. Habe ich noch in zwei Varianten. Zum Beispiel, das ist dieses. Das, was ich anhabe, verdammt mal, liegt das hier? Das, was du anhast, liegt es hier. Du kannst auch einfach deinen Pullover ausziehen oder so zeigen. Du ziehst dich doch sonst so gerne aus. Aber nee, ist mir eigentlich schon ganz recht so. Dann such's mal. Ah ja, hier liegen auch noch drei Shirts. Da ist zum Beispiel unter anderem das Poloshirt dabei von Boss oder dieses ohne die Ärmel. Das kennt ihr sogar, denke ich, das Shirt. Das ist jetzt zwar mittlerweile so verwaschen und alt. Das ist das, wo dieses Fuck Hell, I will go to Valhalla drauf ist. Wo ich damals, wo ich schicke, bin. Naja, ich poste wahrscheinlich eh nicht, ich vergesse es wahrscheinlich. Aha, nicht schlecht. Ja, das auch eine Möglichkeit. Ne? Ja, ich mach's euch. Ja, ich vergesse es sowieso. Also drauf geschissen. Das ist das, wo ich dieses bekannte Bild, wo früher mein Shirt-Design von meinem eigenen Shirt war. Hier ist noch mein, ne? Und davon habe ich noch ein oranges, mittlerweile noch ein zweites schwarzes. Dann liegt hier noch ein Shirt. Das ist auch noch eins, ein Band-Shirt. Das ist kein Shirt, das ist ein Hemd. Alter, wie der schnauft, ey, das ist ja richtig heftig. Wie so eine scheiß Lokomotive, ey. Heilige Scheiße. Hier ist mein Ammon-Shirt, davon habe ich auch zwei, davon habe ich auch zwei Pullis. Ja, jetzt, das juckt doch keinen, Rainer. Der hat einfach nur einen Spruch gedroppt. Ich meine, welcher YouTuber oder generell welcher Mensch rendert jetzt so sehr hoch, dass er uns die gesamte T-Shirt-Sammlung zeigen muss, die er besitzt. Das ist schon wieder so utopisch einfach. Jetzt muss er da durchs ganze Haus flitzen und jedes noch so abgeranzte T-Shirt in die Kamera halten, um zu sagen, öh, Leute, ich hab ja T-Shirt da hier, gucke mal. Ja, da staunt da was. Und, also das, meine Güte, ey. Hier das Drachenshirt, das kennt man auch. Also nur weil ich nicht immer so viele Shirts anhab, weil ich nicht so viele verschiedene Shirts anhab, heißt das nicht, dass ich keine hab. Ich habe einfach nicht so viele Shirts an, weil ich der Meinung bin, dass es manche Shirts gibt, an denen Erinnerungen hängen, wie zum Beispiel dem Wacken-Shirt oder dem Out-and-Loud-Shirt. Generell die Band-Shirts sind meistens Shirts, an denen hängen Erinnerungen. Ich trage die schon, aber meistens dann, wenn ich auf Konzerte bin oder so. Also nie. Du bist doch seit ewigen Jahren auf keinem Konzert mehr gewesen. Also, ja, macht mal wieder Sinn. Und ich trage die nicht in meiner Freizeit oder nur selten. Ach so! Ah! Jetzt habe ich verstanden. Konzerte sind keine Freizeit, Leute. Das ist Arbeit. Wir kennen das ja, ne? Also so ein Konzert, du, das ist schon eine Menge Arbeit. Das ist also ja, kritisch, du. Das ist keine Freizeit, das macht keinen Spaß. Das ist nur mit Arbeit verbunden. Weil das sind alles Shirts, die in Erinnerungen sind. Außerdem, ne, ihr habt doch schon mal gesehen, wie mein Slipknot-Shirt aussieht, das mir jemand geschenkt hat. Das ist total kaputt vorne und alles. Und seitdem bin ich da extrem vorsichtig. Oder auch vorher schon, weil ich einfach bei manchen Shirts extrem vorsichtig sein möchte. Weil mir einfach die was Wichtiges sind und was Wertvolles sind. Ja, dann häng die dir doch an eine Wand oder tu die in den Schrank und lasse da verschimmeln oder was weiß ich was. Ist ja okay. Hat jetzt aber auch niemand nachgefragt. Ich weiß jetzt nicht, warum du uns das erzählen musst. Also tut mir mal bitte den Gefallen und sagt mir immer, da hat es überhaupt nichts, da hat so wenig Shirts, bla bla bla. Wobei ich immer die gleichen Shirts anhab. Ich habe die einfach zum Teil aus Bequemlichkeit und zum Teil zum Schutz an, weil ich die anderen Shirts nicht kaputt machen will. Zum Schutz, lächerlich.
Aber der erste Punkt war der richtige Punkt aus Bequemlichkeit, weil du halt zu faul zum Waschen bist. Und deswegen bleibt so ein T-Shirt dann auch gerne mal über eine Woche, manchmal auch zwei, ja, an. Und ja. Ja. Wie das riechen tut, möchte ich eigentlich auch. Na, nee. Nee, nee, nee. Möchte eigentlich keiner wissen. Wenn man zum Beispiel mal schaut, 2000, wann war das? 2017, 2018, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, war zum Beispiel der Affenkeks hier. Und sein Kumpel hat mein damaliges Shirt, was dieses, wartet mal kurz. Oh Gott, nein, 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 nein. Lass die Wampe da, wo sie ist. Pack sie jetzt nicht aus. Oh Gott. Ja, wir kennen das Shirt. Auch da schon wieder Loch im T-Shirt, hier rechts wieder schön weiße Flecken. Ja. Hast bestimmt wieder was mit Farbe gemacht, Rainer, wa? Jetzt wird es mir doch zu warm, auch im Pulli. Da auch zerrissen das Shirt. Was dieses Shirt hier angeht, ne? Das ist das zweite, was ich damals gekriegt habe. Das habe ich zum Geburtstag bekommen. Und der eine Kumpel vom Affenkeks hat es damals komplett zerstört. Ich hatte das nur vier, ich hatte das noch nicht einmal 12 Stunden an. Ich hatte vielleicht 3 Stunden oder was an. Habe es vor 3 Stunden erst bekommen. Und dann kommt der Typ hierher und randaliert hier und reist hier rum und macht die Schnauze auf und keine Ahnung. Und plötzlich habe ich ein Shirt weniger. Ganz plötzlich ging das. Da warst du die ganze Zeit in der Schanze, hast dich ganz ruhig verhalten und auf einmal war dein Shirt im Arsch. Ist es wohl aus dem Fenster rausgeflogen, zum Gumpel von Affenkeks hin und der hat das dann zerhackstückelt. Einfach so. Oder ist das Shirt mit dir zusammen nach vorne vors Tor gemädelt und hat sich mit dem Affenkeks Gumpel angelegt. Man munkelt. Aber da tappen die Ermittlungen noch im Dunkeln. Weil der mein Shirt komplett zerrissen hat. Und ich bin einfach vorsichtig. Wenn das zum Beispiel mein Wacken-Shirt gewesen wäre, ich hätte dem den Kopf abgerissen. Ja, klar, natürlich jetzt das. Aber selbstverständlich. Ganz ehrlich. Weil es ist mir ein Shirt, das ist für mich wichtig. So. Und deswegen trage ich sowas nicht einfach so in meinem Alltag. Ich meine, man hat Alltagskleidung und man hat Kleidung für besondere Anlässe. Ja, das haben normale Menschen. Du hast nur irgendwelche T-Shirts, wo irgendwas draufsteht. Ja, eine Plastehose. Das war es eigentlich auch schon. Du hast eigentlich nur die einzigen normalen T-Shirts oder Polohemden, die er besitzt, sind die, die der Gavin mitgebracht hat. Das ist hier dieses Hugo Boss-Ding. Ich glaube, das Lacoste-Ding hat ihm irgendjemand geschenkt, soweit ich weiß. Aus mir immer noch unnachvollziehbaren Gründen, aber gut. Aber ja, das war's. Und wozu brauchst du Ausgehklamotten? Ich meine, wir haben ja alle gesehen, wie du aussahst, als du vor Gericht warst. Das sahst du genauso aus, wie du jetzt rumläufst. Da war kein Unterschied. Also, ja. Und so weiter im Normalfall ja auch. Gut, bei mir ist es kein Anzug, bei mir ist es ein Bandshirt, aber bei mir ist es eben was mir wichtig ist. Kann man sich so richtig gut vorstellen. Dann heiratet irgendjemand, keine Ahnung, aus seinem Umfeld und dann kommen da alle mit so schönen Anzügen und hin und er steht dann da an so einem Wacken-T-Shirt von 2011. Sag mal, Rainer, hätte sie dir nicht irgendwas Schönes anziehen können? Ich meine, ich heirate heute immerhin. Was soll das denn hier? Also, was sollen die Leute denn? Das ist mir wichtig, dieses Shirt. Das kapierst du gar nicht mit deinem Anzug da. Päh. Hier, Wackenschwert. Das ist wichtig. Das ist ein Anlass, der diesem Shirt angemessen ist. Kann man sich echt super vorstellen. Und deswegen renne ich in meiner Freizeit nicht in Bandshirts rum. Oder nur in wenigen Bandshirts, die jetzt nicht so extrem wichtig sind. Oder die ich vielleicht doppelt habe. Mein Wackenshirt zum Beispiel, mein zweites Wackenshirt hat zum Beispiel auch total viele Löcher, weil ich das so gut wie immer angehabt habe, eine Zeit lang. 2011, 2012 habe ich das so oft angehabt. Auch in Videos zum Teil. Und es hat mittlerweile so viele Löcher. Genau, und von dem Shirt hier habe ich zwei. Alter, wie dreckig das ist. Das ist ja unglaublich. Da rechts beim Drachen, was hat denn der da raufgeknallt, ey?
Junge, Junge, Junge. Und ich frage mich auch, wie kriegt man so viele Löcher in ein T-Shirt rein? Ich meine, ich habe auch T-Shirts, die halt älter sind als, keine Ahnung, 2, 3 Jahre und so. Und die sind auch noch intakt und haben keine Löcher. Also, ich weiß nicht, wie man da so schnell so viele Löcher da rein bekommt. Also, ja, werden wohl ganz große Mücken sein, die bei ihm rumfliegen und da durchstechen, vermutlich. Das eine hier, das hier ist jetzt ziemlich ausgeblichen inzwischen, wenn man sich das mal anschaut. Und ich habe noch ein zweites davon, das ist jetzt in der Wäsche aktuell. Das ist nicht so ausgewaschen, das schaut richtig super aus. Ja, und das ist halt so eine Sache, wo ich mir halt jedes Mal denke, hört halt auf, euch immer darüber aufzuregen, wie jemand aussieht. Ihr wisst doch gar nichts über einen Menschen. Ihr wusstet mit Sicherheit nicht, wie viele Shirts ich habe. Nein. Jetzt schon. Jetzt wissen wir es. Jetzt wissen wir wieder 2% mehr, ne? Also, wie gesagt, wir kennen nur 2% nicht und 98% kennen wir. Und diese 98% werden immer ein bisschen mehr. Auch wenn ich es schon ein paar Mal gesagt habe, dann heißt es immer, oh, der lügt, der lügt. Mit Sicherheit. Warum sollte ich lügen? Daran habe ich doch, ich habe doch keinen Vorteil davon. Lügen tue ich nur aus zwei Gründen. Ach, jetzt gibt das sogar zu, dass er lügt. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Erstens, um mich besser darstellen zu lassen, um mich besser darstellen zu können. Und zweitens, weil ich ein motorischer Lügner bin, ist nun mal so. Entweder um jemanden, der mir wichtig ist, zu schützen, mich zu schützen, oder generell um irgendwas oder irgendjemanden zu beschützen, oder um mir einen Vorteil zu verschaffen. Aus diesen beiden Gründen würde ich lügen. Was würde es mir für einen Vorteil bringen, wenn ich sage, ich habe 40 Shirts, 50 Shirts? Das hast du doch vorhin gesagt, du hast 40, 50, 60 Shirts. Also hat er jetzt gerade gesagt, dass es eine Lüge war. Okay, ja, dann muss ich dich jetzt fragen, was hat das für einen Vorteil? Sollen wir jetzt beeindruckt sein oder was? Oh, der Rainer besitzt 50 Fünf-Mann-Zelte und kann ein ganzes Festival mit Zelten versorgen, oder was soll das jetzt? So, und das sind wie gesagt nur ein Bruchteil von den Shirts gewesen. Ich habe euch jetzt, oben waren 20, 22 Shirts. Ich habe euch jetzt hier nochmal 5, 6 Shirts gezeigt. Da komme ich nach Adam Riese auf etwa 28 bisher. Und das da oben waren keine 20, sondern etwa 17 Shirts vielleicht. Also mit den anderen noch 17, 3, 1, sind wir bei 21 Shirts bisher. Da fehlen jetzt aber noch etwa, wenn wir jetzt von der 40 ausgehen, immer noch 19 Shirts. Aber die sind ja alle in der Wäsche, ist ja klar. Welche Wäsche eigentlich? Naja. Und das ist nur ein Teil von den Shirts, die ich habe. Deswegen sage ich, ich brauche ein, zwei Hosen, weil Hosen habe ich tatsächlich kaum welche, weil ich auf Hosen nie so geachtet habe. Ich habe mir nie groß Hosen gekauft. Ich kaufe mir irgendwann mal so ein Viererpack Hosen, ne, so Jogginghosen und alles. Und ich kaufe mir so 4, 5 Stück und dann war es das. Und Hosen waren irgendwie immer schon Mangelware bei mir, weil ich halt die Hosen sehr schnell verschleiße. Das gilt teilweise auch für Shirts, aber ich sag mal so, für die Allgemeinheit ist es besser, wenn ich eine Hose anhabe, die im Schritt zum Beispiel nicht zerrissen ist, logischerweise. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel ein Shirt habe, was hier oben mal so einen Riss hat oder ein Loch hat, das interessiert ja im Normalfall niemanden. Gut, die Leute sagen, schau mal, wie assi der aussieht, aber das interessiert mich halt nicht. Aber Nein, dich interessiert eh nichts, wie du aussiehst. Natürlich nicht. Das ist alles immer scheißegal. Also, ist es halt wirklich. Aber gut, wenn man halt. Ja, wenn einem das scheißegal ist, dann ist einem das halt scheißegal. Dann darf man sich aber auch nicht darüber beschweren, wenn die Leute sagen, du siehst scheiße aus. Oder. Ja, die Leute sich halt drüber lustig machen. Wenn dir das scheißegal ist, dann sollten dir auch die Kommentare scheißegal sein. Nur mal so, am Rande. wenn ich im Schritt einen Riss habe oder so, ist es ziemlich unpraktisch, weil dann heißt es gleich wieder, der Schott zeigt sein, ne, sein Dödel, sein. Ja, im meisten Fall hat man aber, wenn man eine Hose anhat, darunter noch eine Unterbuchse an und nicht direkt in dem Fall dann Eier aus Bodenhaltung, aber da ist dann noch was, ein Schlibbi im besten Fall und nicht einfach gar nichts unter einer Hose. Das ist schon echt widerlich. Also, Zeigt den irgendwelchen Kindern. What the fuck? das hast du jetzt gesagt. Ich weiß nicht, wie du da jetzt drauf kommst, wieso erwähnt er jetzt, dass er sein Tödel irgendwelchen Kindern zeigt? Also ich meine, wie kommt man jetzt von meine Hose hat im Schritt einen Riss auf ich zeig meinen Dödel kleinen Kindern? Alles klar, Rainer. Ja, nee, ist okay. Alles klar. Nein, mache ich nicht. Na gut, wie dem. War das jetzt auch eine Lüge, um dich besser darstellen zu lassen? Oder wolltest du jemanden beschützen gerade? Auch sei. Lange Rede, gar keinen Sinn.
Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Stream-Video mit dabei. Und ja, schauen wir mal, wie der Tag heute noch verläuft. Ich denke, der Vlog dürfte schon alles sein. Jetzt ist es 15:23 Uhr. Ich lade euch den mal direkt hoch. Lade ich den als Vlog hoch? Ne, ich glaube, ich lade ihn als eigenes Video hoch. Und Vlog kommt dann entweder kommt dann noch ein Vlog oder auch nicht. Das überlege ich mir noch. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschö, tschö. Ja, gut. Das vorneweg. Und jetzt kommt das eigentliche Hauptvideo. Und zwar, das müsste jetzt, glaube ich, ich spring mal eben hin. Vlog 74 sein. Genau. Ja, und der hat's in sich. Also, zurücklehnen. Mich hier sabbeln lassen. Und genießen. Und selbstverständlich counte ich wieder den Hate mit. Also, los geht's. Da ist er. Also, diese Videoanfänge werden auch irgendwie immer besser. Keine Ahnung. So, Metal-Leute, Servus und ein herzliches Alter, diese Frisur, ey, das ist doch echt nicht wahr. Willkommen beim Drachen. Ich habe mir gedacht, wir machen den Vlog heute mal ein bisschen anders. Und zwar mache ich heute mal so eine Art Bericht über die ganze Aktion mit dem Betretungsverbot. Weil es herrscht ja hier Betretungsverbot. Es gibt da momentan tausende Meinungen von tausenden Hatern, die tausendmal auseinandergehen. Ich habe keine genaue Info, wie das jetzt genau ist. Ich muss mich darüber erst informieren. Ja, dann mach doch hier Schluss und hör auf, anstatt jetzt wieder irgendeine Scheiße zu erzählen. Was ist das denn für eine Aussage? Das wäre so, als wenn ich jetzt damals in der Schule, dann kommt ja hier, machen Sie mal ein Referat und dann stelle ich mich vorne hin und sage, ja, ich rede heute über XY. Also ich habe mich jetzt nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, aber ich versuch's mal. Hä? Da macht doch gar keinen Sinn schon wieder. Also so eine Aussage schon wieder vor so einem Erklärbär-Video zu droppen, ist mal wieder echt. Ah. Aber Fakt ist, ein Betretungsverbot herrscht und das bedeutet, dass hier niemand mit einer Maximalgruppe von 5 Leuten, glaube ich, sein darf. Aber auch generell jeder, der erwischt wird. Falsch, 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 falsch. Das ist alles schon wieder absoluter Müll. Also, Rainer, nochmal für ganz langsame. Ab dem 22.06.2021 gelten folgende Bestimmungen: Verbot von unzumutbarer Lärmbelästigung, Verbot für Feuerwerkskörper, Leuchtkugeln, Raketen, bengalische Feuer, Rauchpulver, bla bla bla. Alles Mögliche. Verbot von Vermummungsgegenständen, ausgenommen sind entsprechende Infektionsschutzmasken. Verbot von Menschenansammlungen, mehr als 8 Personen auf bewohnten oder unbewohnten Grundstücken sowie auf Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb des Geltungsbereiches. Betretungsverbot für Personen, welche innerhalb der letzten 3 Jahre einen Platzverweis erhalten haben. Das ist vorerst alles an Verfügung. Das hat mich jetzt etwa 10 Sekunden googeln gekostet. Die hättest du ja mal investieren können und dann hättest du uns hier tatsächlich auch mal was erzählen können, was stimmt. Aber so ist das schon wieder absoluter Schwachsinn. Wie immer. Aber gut. Und Rainer, das gilt übrigens auch für dich, das vor allem das Verbot von unzumutbarer Lärmbelästigung. Das ist hier nicht von der Polizei nur gegen die Haters. Das ist eine Allgemeinverfügung. Das gilt für jeden, auch für dich. Bekommt definitiv Probleme. Dazu kommt außerdem, dass man einen Eintrag bekommt, beziehungsweise einen Platzverweis, der zwar erst einmal 24 Stunden gilt, aber innerhalb von 3 Jahren, wenn man hier nochmal aufgegriffen wird von der Polizei, bekommt man letzten Endes bekommt man letzten Endes eine noch höhere Strafe. Ja, also der Platzverweis gilt so gesehen 3 Jahre. Und ja, es gilt eine Lärmbelästigung,
Es gilt eine, also Verbot, ne? Gegen Lärmbelästigung, es gilt ein Verbot wegen Besuchen und Treffen, außer natürlich, man ist eingeladen, keine Ahnung. So Hate-Aktionen sollten eigentlich zurückgehen. Nach so einer Aktion, nach so einem Gesetz und alles. Aber die Hater beweisen hier seit Wochen, das Ganze gilt jetzt schon seit 2, 3 Wochen, das Gesetz, die Hater beweisen wieder einmal, dass sie absolut null auf Gesetz geben. Die scheißen komplett drauf. Es wird auch so nicht akribisch nachgegeben. Verschiedene Fernseh-, Radio- und Zeitungssender bzw. Magazine haben darüber berichtet, dass hier Betretungsverbot herrscht und so weiter. Und ich habe mehrere Anfragen auf Interviews bekommen, aufgrund dessen, weil es halt geheißen hat, ich soll mal. Ja, weil es geheißen hat, dass sie mich fragen wollen, wie es aussieht und ob ich ein Interview dazu geben will, ob es unter anderem die Frage eben immer aufgekommen, ob ich glaube, dass es weniger geworden ist seither. Und es gibt eine ganz einfache Antwort darauf. Nein. Es ist sogar eher das Gegenteil passiert. Es ist tatsächlich so, dass es eher noch schlimmer geworden ist. Ich schaue momentan einen Zombie-Film, deswegen. So, ich habe mir jetzt den Sermon mal angehört. Waren ja ein paar Brocken dabei. Die Stimmen, ja, das mit dem Betretungsverbot für Personen mit einem Platzverweis, das stimmt soweit. Aber ja. Aber jetzt finde ich es auch wieder interessant, dass er da jetzt irgendwie wieder auf so ein. Er guckt gerade einen Zombie-Film und deswegen, ja, jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt wieder für ein schwachsinniger Vergleich kommt. Verzeiht mir diesen dämlichen Vergleich, aber es ist, als würde man die Essensglocke läuten. Sobald man den Hatern irgend. Ich meine, die Hater sind sowieso immer so, dass sie sowieso viel Scheiße bauen, aber wenn man ihnen noch irgendwas verbietet, dann wird es noch schlimmer. Viel schlimmer. Ach so, ja dann ist ja okay. Dann sagt doch Rainer einfach der Polizei, Leute, macht die Beschränkung mal alle weg und macht stattdessen eine neue Allgemeinverfügung, dass es allen ausdrücklich erlaubt und empfohlen wird, zu dir hinzumarschieren und dass man dafür noch Geld bekommt. Also anscheinend ist ja das für dich der richtige Weg. Okay, alles klar. Es ist so, dass die Hater grundsätzlich davon ausgehen, dass das, was sie machen, richtig ist. Die Aktionen, die sie abziehen, sind richtig, lautet nach ihrer Meinung. Und es ist total gerechtfertigt. Es ist also gerechtfertigt, eine gesamte Bevölkerung zu belästigen und die Polizei zu belästigen. Ah, kritisch. Also die Bevölkerung belästigen tust du tatsächlich genauso viel, wenn du da auch die ganze Zeit aus dem Fenster rausbölkst. Und ich glaube und meine mich zu erinnern, dass die Hater nicht die Polizei rufen und die damit belästigen. Meine ich zumindest. Ich glaube, das bist du, der die jedes Mal anruft, wenn da auch nur ein Radfahrer ein bisschen langsamer als gewöhnlich, aber an der Schanze vorbeifährt. Dann wird schon wieder. Der reißt mein Tor ein. Der hat mein Haus angeguckt. Jetzt aber vorbei hier. Also, ne, weiß ich nicht. Nur weil man mir auf den Sack gehen will. Weil ich den Leuten nicht passe, weil das, was ich mache, den Leuten nicht passt. Das Dumme ist, dass teilweise halt sogar Gesetze der Meinung sind, dass das so ist. Also kurzum, ich bin von der Mehrheit der Leute mittlerweile schwer enttäuscht. Es gibt Gesetze, die das regeln. Ich hab jetzt im Grundgesetz noch nichts gesehen, von wegen alle gültigen Gesetze sind rechtens, aber für einen Mädelfranken aus Altschauerberg gelten diese Gesetze nicht. Denn den mögen wir nicht. Ah ja. Von der ganzen Menschheit, um genau zu sein. Ah, ja. Es ist wirklich ein komplettes. Ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Es ist einfach der komplette Abfuck. Die Hater benehmen sich wie Scheiße. Ich versuche mein Leben zu führen, werde aber von anderen aufgrund dessen
angegriffen, verletzt, beleidigt, mein ganzes Leben wurde zerstört. Ich kann nicht mal für 5 Minuten aus dem Haus gehen, ohne dass irgendwelche Vollidioten vor meinem Tor stehen und hier rumrennen und hier an meinem Tor rumreißen und rumschreien und die ganze Nachbarschaft belästigen, inklusive meines Tors zerstören, inklusive mit Sachen auf mein Haus werfen und so weiter. Die übliche Schallplatte spielt wieder. Wir kennen das ja alle. Der Counter wird übrigens heute, glaube ich, explodieren. Aber er fragt sich ja immer, wie gesagt, er fragt sich nie, warum ist denn das so? Nein, das ist einfach immer noch vom Schicksal ihm auferlegt worden, diesen Weg dort zu gehen. Und es gibt keine Möglichkeit mehr. Beziehungsweise gab es noch nie den Weg anders zu gehen oder irgendwas zu ändern. Nein, er muss da, ja, seine Quest machen oder keine Ahnung. Die Sache ist die, ich verstehe durchaus, dass wenn ich den Leuten, die hier vor meiner Haustür stehen, aufs Maul hau, gesetzlich dafür belangt werde. Das verstehe ich durchaus. Aber vielleicht sollte man gesetzlich mal versuchen, etwas dagegen zu unternehmen, dass es überhaupt dazu kommt, dass ich mich auf die Art und Weise verteidigen muss. Die Polizei ist dazu nicht in der Lage, das ist ganz klar, weil es so viel ist. Außerdem gibt es da auch genug Beamte, die keine Lust auf ihren Job in dieser Hinsicht haben, zumindest was mich angeht und mein Leben hier. Das ist vielleicht auch ganz nachvollziehbar, weil manche Menschen einfach das, was ich mache, verurteilen oder einfach für den Arsch finden. Aber dennoch ist es halt so, dass es halt genug auch gibt, die da keinen Bock drauf haben. Es gibt auch genug, die was dagegen machen. Das ist definitiv auch so. Aber vielleicht sollte man doch mal versuchen, auf eine Art und Weise dagegen vorzugehen, auf eine Art und Weise versuchen, das zu verändern, zu verbessern vor allem. Denn das, was bei mir abgeht, und das mittlerweile seit über 8 Jahren, das ist doch, ich weiß echt nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist der pure Abfuck. Das ist der pure Abfuck. Man kann nichts in Angriff nehmen. Rainer, Wie es dazu nur gekommen ist und ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, das vielleicht doch zu ändern. Aber, nee, ne? Das ist wieder das Schicksal, du. Das hat dir das einfach auferlegt, eiskalt. Man kann nicht irgendwie mal sich löschen oder mal ein bisschen was gerade rücken, aber wie gesagt, die Schallplatte haben wir auch schon so oft gespielt, das kennen wir alle. Aber er macht's halt nicht. Er wird nie was ändern, garantiert nicht. Ja, aber jetzt erstmal wieder schön auf der Polizei rumhacken. Und wenn es nach dir ginge, weil du sagst immer, ja, die sollen was ändern, das sollen die alles zum Positiven irgendwie ändern, irgendwie, ja, ändern, positiv, irgendwie, keine Ahnung, aber irgendwie ändern, positiv. Ja, Rainer, dann sag doch mal, wie sie es ändern sollen. Ich meine, wenn es nach dir ginge, dann fändest du es bestimmt schön, wenn die alle noch an Ort und Stelle dann per Genickschuss ja, beseitigen. Und dir am besten dann noch die Köppe auf dem Silbertablett dann servieren. Oder mit Lanzen vors Tor stecken. Also, das wäre dir am liebsten. Man kann nichts anfangen, man kann nichts weitermachen. Man kann nicht mehr für 5 Minuten aus dem Haus gehen, ohne dass die Leute hier mein Haus in Stücke reißen. Gesetzlich ist man dazu. Gesetzlich ist es erlaubt, dass man sich selbst und sein Leben verteidigt und beschützt. Doch die Frage ist. Ja, wenn man wirklich lebensgefährlich angegriffen wird, beziehungsweise dann wirklich nur noch mit Notwehr handeln kann. Aber du gehst ja freiwillig raus, wenn die da nur stehen und irgendwie auf der Straße wohlgemerkt stehen und sich miteinander unterhalten. Dann kommst du trotzdem teilweise rausgewongelt und meinst, denen dann die Fresse einkloppen zu müssen. Das hat jetzt nichts mit Notwehr oder irgendwie mit ich verteidige mein Leben zu tun. Das hat einfach nur mit, ich weiß auch nicht. Naja.
Ja, dein Unvermögen mal wieder. Wo genau? Und man hört wieder im Hintergrund was. Boah, dieses Thumbnail der gerade hier, oder der. Junge, das mal ein Standbild, ey. Boah, ich habe selten so eine Leere in den Augen gesehen. Meine Güte. Das lässt tief blicken. Was schreien die da drunten jetzt so rum? Doch die Frage ist jetzt, wo genau zieht man die Grenze? Es gibt Leben und es gibt Überleben. Kleinen Moment. Das klang jetzt aber nach einem Trecker und nicht nach einem Hader-Auto. So, es gibt Leben und es gibt Überleben. Die Frage ist, ist man gesetzlich dazu, ist es gesetzlich erlaubt, dass man sein Überleben sichert oder sein Leben? Überleben ist kein Problem, denn wenn mich jemand angreift und mein Leben bedroht, kann ich mich verteidigen. Und normalerweise sollte man dafür auch freigesprochen werden. Aber oft Kommt drauf an, auf den Fall und was du gemacht hast. Das ist doch nicht einfach so wie in irgendeinem Videospiel. Aber er lebt ja sowieso in seiner Traumwelt. Also lassen wir ihn da mal drinne und hören uns an, wie da bei ihm die Gesetze funktionieren. Das klingt nämlich mal wieder alles sehr, sehr, sehr abenteuerlich. offensichtlich gilt das nicht fürs Leben. Ah ja. Denn wenn man sich das mal genau anschaut, ich habe in den letzten 8 Jahren ungefähr 15 Menschen zusammengetreten, habe ungefähr 10 Menschen verletzt dadurch. Aber letzten Endes wäre es dazu nie gekommen, wenn man mich in meinem Privatleben, in meinem Privatraum, in meinem Freiraum, in meinem persönlichen Freiraum vor allem, einfach in Ruhe lassen würde. Und es wäre auch nie dazu gekommen, wenn du nicht so ein Scheiß ins Netz rotzen würdest. Dann wäre es auch nicht dazu gekommen, Rainer. Na Mensch, immer noch, ne? Man kann es immer nur wieder sagen, Ursache-Wirkung. Das eine führt zum anderen. Und wenn du sagst, ja, wenn man mich zu mir hinfährt, dann passiert das auch nicht. Dass ich aber daran Schuld habe, dass die überhaupt hier hinfahren und erst auch wissen, wo ich wohne. Ja, das ist ja egal. Und liegt auch nicht an meinen Aussagen, die ich hier im Netz tätige. Nein, nein. Und an meinem Verhalten gegenüber allem. Nee, das ist egal. Denn Leute, ich lebe ja nur mein Ding. Ich mache ja nur mein Zeug, Alter. Sonst nix. Ja, und das ist halt so der Punkt. Die Leute, die einfach hierher kommen und rumschreien und dann einfach abhauen, wenn ich ihnen aufs Maul hauen will, das wären noch viel mehr Leute als 15. Aber in den letzten 8 Jahren sind es 15 Leute gewesen, weil die Mehrheit hierher kommt, rumschreit, rumpöbelt, dadurch nichts zu befürchten hat und dann einfach abhaut. Und die Leute, mit denen ich mich dann anlege, für die werde ich dann verurteilt. Ich wurde verurteilt, weil ich jemanden, der mich überfahren wollte, ausgewichen bin und mit der Holzstange seine Beifahrerfenster eingeschlagen. Rainer nochmal, nur fürs Protokoll. Du hast dich in einem Gebüsch versteckt und einem vorbeifahrenden Auto, was mit Schrittgeschwindigkeit an dir vorbeigefahren ist, dem hast du die Windschutzscheibe bzw. die Beifahrerscheibe eingeschlagen. So, dadurch ist er verletzt worden. Aber klar, der wollte dich mit 100 Sachen überfahren. Du bist nur noch mit so einer Judo-Rolle beiseite gerollt und hast ihm dann noch im Rollen die Beifahrerseite eingeschlagen. Klar, Rainer. Schmück's noch aus. Ah. Habe. Dabei habe ich den Beifahrer erwischt. Dafür wurde ich verurteilt. Das ist mittlerweile schon ein paar Jahre her. Und ich wurde verurteilt für ich wurde verurteilt wegen gefährlicher Körperverletzung, weil während 15, 20 Leute auf mein Tor gestürmt sind, an meinem Tor rumgerissen haben. Und mir ist scheißegal, was man im Internet für ein Video sieht. Das war nicht das. Ich habe mit dem Pfefferspray öfter versucht, die Leute abzuwehren, habe aber nur einmal das wirklich verwendet. Und das war bei 15 Leuten, die dann gegen mein Tor getreten haben und meinem Tor rumgerissen haben, wie die Verrückten.
Und ganz ehrlich, wenn 15 Leute gegen mein Tor rennen und ich mich dann mit Pfefferspray wehre, weil ich Angst habe, dass die gleich reinkommen und mich abschlachten. Klar, Rainer, die rennen. Der denkt echt, das ist ein Zombie-Film oder so eine Scheiße. Klar, die rennen dann rein und dann stürzen die sich alle auf dich und beißen dir noch das letzte Fett von den Knochen. Ganz genau. Garantiert, Rainer. Ist immer noch kein Grund, Pfefferspray auf die Leute zu sprayen. Und das Video ist eigentlich auch bekannt, wo du das machst. Du sprayst da einfach nur über den Zaun rüber. Und das war's. Und da sieht man nichts von irgendwelchen wilden Zombies, die mit einer Affengeschwindigkeit gegen das Tor ballern, das schon nur noch im letzten Schräubchen hängt und gleich aus den Angeln fliegt. Das sieht man da nicht in dem Video. Komischerweise. Das sieht man irgendwie nie. Aber natürlich, die wollen natürlich alle dich zerfleischen. Und ja, dass für die dieselben Gesetze gelten wie für dich, ist dir vielleicht, aber ist, naja. Also, egal. Nein, ist ja eine Traumwelt und ja, die doofen Gesetze in dieser realen Welt sind alle nur gegen den Rainer. Und kein einziges gegen die Helderchen. Unfassbar. Da bin ich eigentlich der Meinung, dass ich damit eigentlich davonkommen sollte. Allein schon deswegen, weil die Leute zu mir kommen und hier mein Eigentum beschädigen. Ich habe nie eine Sachentschädigung dafür bekommen, was mein Tor angeht. Noch nie. Die haben damals mein Tor so zerlegt, dass der Pfosten auf der linken Seite komplett rausgerissen ist. Ich habe ihn mit Ach und Krach wieder irgendwie festgemacht. Mein rechtes Tor, da ist der komplette Torflügel kaputt. Ich habe nie eine Entschädigung dafür bekommen. Und so weiter. All diese Sachen sind total, mein ganzes Tor ist total Schaden. Und zwar einfach nur deswegen, weil die Leute, die entweder, die hierher kommen, die Scheiße bauen, entweder davon kommen, weil sie gar nicht erst erwischt werden, weil die Polizei entweder, wenn denn mal, denn es war im Fall des Tores immer der Fall, zu spät dran sind, oder wenn sie einmal pünktlich dran sind und ich mich mit Pfefferspray verteidige, dann plötzlich von Seiten des Gesetzes dann plötzlich angezeigt werde wegen Körperverletzung, weil ich mich gegen jemanden gewehrt habe, der mich mit Pfefferspray angegriffen hat. Quatsch. Aha, jetzt wird's interessant. Dass ich mich gegen jemanden mit Pfefferspray wehre, der mein Tor angegriffen hat und dann mit 15 Leuten, die fast mein Tor eingerissen haben. Die fast und mein Tor angegriffen. Ja, nee, ist klar. Also, es geht ja um Leben verteidigen. Ne? Und wenn die Leute sein Tor angreifen, dann ist das sein Leben. Ne? Das ist nicht er, sondern das ist das Tor und im Tor ist seine Seele drin. Ist ja klar. Wie so ein Energiefeld um die Schanze rum. Und beim Tor ist die schwächste Stelle und deswegen, das wissen auch alle. Und da hauen die dann ihre Spells drauf, damit dann diese Zauberbarrikade dann zusammenbricht und die erste Schutzpanzerung der Schanze ja, zerberstet und man ins Innere vordringen kann. Natürlich. Ihr habt die Aktion gesehen, wo ich im Internet hochgeladen habe, wo ich mitten in der Nacht angegriffen wurde, mein ganzes Tor und sogar diese riesige Metallplatte auf mich geschleudert wurde. Und das war nicht das erste Mal. Irgendjemand hat gesagt, das ist der Walking Dead, das kann ich nicht beurteilen. Habe ich nie gesehen. Aber diese Aktion, die hier abgeht und diese Aktionen, die hier wirklich abgehen, diese Sache mit diesen miesen 15 Leuten, die da waren, 9 bis 15 Leuten, die am Tor waren, mitten in der Nacht. Das war nicht das erste Mal. Und ich garantiere euch, dass es auch nicht das letzte Mal war. Jetzt waren gerade, wir haben jetzt heute den 20.07., also sprich, wir haben Dienstag, mitten in der Woche. Es ist 12:27 Uhr. Kann ich euch auch gerne zeigen. Hier. Zwölf Uhr siebenundzwanzig. Sehr schön. Ist jetzt ganz wichtig, diese Information. 12:27 Uhr und diese Leute stehen vor meiner Haustür und randalieren hier. Mitten unterm Tag, mitten unter der Woche. Und ich frage mich, wie kann das sein?
Auf der einen Seite werde ich so oft beschimpft, weil ich alles angeblich bin, weil ich das bin, weil ich das bin, weil ich jenes bin. Auf der anderen Seite kommen die Hater hierher und randalieren. Auf die brutalste Art und Weise. Ich weiß beim besten Willen nicht. Brutalste Art und Weise. Kommen die da jetzt mit Artilleriegeschützen und ballern die da Haubitzen und irgendwas und schießen dich da mit Granaten ab und mit Mörsern oder was? Also, klar. Senfgas haben sie bestimmt auch schon eingesetzt. Alles. Napalm, alles schon eingesetzt worden. Die brutalste Art und Weise. Und dann sieht man in den Videos immer drei Leute, die auf der Straße stehen, sich miteinander unterhalten und mal auf die Schanze zeigen und ein Bild machen. Brutalste Art und Weise. Wie man sich dagegen noch wehren soll. Jedes Mal, wenn Hater hier sind, wird der Druck rauszugehen und ihn einfach aufs Maul zu hauen, stärker. Und zwar nicht, weil ich irgendwie ein aggressiver Mensch bin. Doch, gerade deswegen. Und weil du dich nicht beherrschen kannst und von den kleinsten Kleinigkeiten übelst getriggert wirst. Sondern, weil meiner Erfahrung nach, den Leuten, denen ich aufs Maul gehauen habe, die danach nicht nochmal wiedergekommen sind. Das glaubst doch nur du, Rainer. Das macht die Leute doch nur noch aggressiver. Was denkst du denn, als ob die sich das gefallen lassen würden? Zumal das noch nie passiert ist, dass du irgendwen auch nur im Ansatz krankenhausreif, was du mal behauptest, oder zu Brei geschlagen hast. Das würde niemand auf sich sitzen lassen, der freiwillig eine Schlägerei mit dir eingeht. Garantiert nicht. Das würde die garantiert noch wütender machen. Und dann wäre wirklich was los. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Die einzige Ausnahme ist der Handtuchhäter. Dem habe ich aufs Maul gehauen, nachdem er mich angegriffen hat. Ja, das war der einzige, den du tatsächlich mal angegriffen hast. Und der hat dir dann gezeigt, was er davon gehalten hat. Weil ich denke mal, keiner, der da steht und gewaltbereit vorm Tor ist und sich mit dir gerne anlegen wollen würde, würde es auf sich sitzen lassen, gegen dich zu verlieren. Ich vergleiche das jetzt mal mit, ich verreck in einem Spiel am ersten Gegner an so einem Skelett im ersten Level, das nicht mal eine Waffe hat, und dann murkst dich das ab. Ja, genau. Gegriffen hat. Gut, er ist ja dafür verurteilt worden, Punkt und alle und aus. Aber da war es auch so, dass er der Einzige war, der wiedergekommen ist. Anderen Leuten, denen ich aufs Maul gehaut habe, Kinski-Hater und ich weiß gar nicht, wie... Den hast du garantiert nie aufs Maul gehauen. Aber sowas von nicht. Man weiß nicht, warum er jetzt nicht nochmal blicken gelassen hat, aber dem hast du nicht aufs Maul gehauen. Garantiert nicht. Und man sieht ja, dass anscheinend denjenigen, denen du wirklich eine verpasst hast, leicht, und nur so ein bisschen, dass die garantiert dann wiederkommen. Und dir zeigen, was sie davon halten. Deswegen können die Personen, denen du aufs Maul gehauen hast, angeblich auch gar nicht wiederkommen. Ganz einfach aus dem Grund, weil sie wie deine Freundin aus dem Dorf ausdenken sind. Und deswegen kommen die nicht. Die anderen alle geheißen haben, weil die teilweise alle gar keine Namen hatten anscheinend. Die sind alle nicht wiedergekommen, kein einziger davon. Okay, gut, vergesst es. Doch, einer ist noch gekommen, so ein Typ aus Rot. Der hat auch oft genug aufs Maul gekriegt. Aber letzten Endes ist es so, dass die Leute, denen ich aufs Maul hau, mehr dazu neigen, nicht nochmal wiederzukommen. Und das hat anscheinend eine höhere Durchschlagskraft, als zum Beispiel, wenn man irgendwas gesetzlich dafür macht. Und der Witz ist, dass es gesetzlich so gut wie nicht durchgezogen wird. Also willst du jetzt den Altschauerberger Fight Club gründen, oder was soll das jetzt werden? Okay, Leute, dann, ja. Das kann ja was werden. Unser Oger will sich jetzt im Boxsport ausbilden lassen und dann steht er da vorm Tor und boxt alle weg. Genau. So wird's kommen. Ein Beispiel. Wir hatten am Samstag, das habe ich im Stream schon erklärt, wir hatten am Freitag oder Samstag Leute hier, die mit Klopapier auf mein Haus geworfen haben, die hier rumgeschmissen haben. Ich wiederhole nochmal. Schwerste Angriffe. Absolut unhaltbare Zustände. Attacken so grausam, das kann man sich gar nicht ausdenken. Umgeschrien haben. Die haben mich mit Ketchup und ich weiß nicht was für Schiffe aus ihren Wasserpistolen vollgespritzt.
So. Schwerste, unzumutbare, grausamste, ach nur im Ansatz erdenkliche und einfach nur unglaubliche Angriffe, Leute. Genau. Und was war am Ende dann der Fall? Am Ende war der Fall, dass sie von der Polizei erwischt wurden. 2 von 5. Und ich habe gesagt, die sollen gefälligst ihr Klopapier und ihren Scheiß wieder mitnehmen. Was hat die Polizei gemacht? Ja, wir können das nicht 100%ig zuweisen. Die Kameraqualität ist zu schlecht. Von meiner Überwachungskamera, die Qualität ist zu schlecht. Respekt. Ja, jedenfalls die Kameraqualität zu schlecht. Wir können das nicht genau zuordnen, dass es genau die waren. Ja, in der Nacht ist so eine Kameraqualität tatsächlich sehr schlecht. Und deswegen haben die sich auch nicht dazu verpflichtet gefühlt, die Hater dazu zu bringen, es wieder mitzunehmen. Fangen wir mal damit an, dass man psychologisch an die Sache herangeht. Oh Gott, jetzt kommt er mit Psychologie, das kann man werden. Oh je. Oh. Die Hater kommen hierher. Die Hater schmeißen Sachen auf mein Haus. Die Hater werden erwischt. Und die Hater kommen davon, ohne dass sie ihren Abfall wieder mitnehmen müssen. Was löst es im Gedankengang der Hater aus? Hey, cool. Wir haben zwar jetzt einen Platzverweis, aber wir mussten den Müll wieder mitnehmen. Und jetzt hat er wieder noch mehr Müll auf seinem Grundstück, was für uns wieder gut ist, weil wir im Internet wieder tausende Videos veröffentlichen können, weil wir im Internet wieder tausende Sachen machen können, wie wir die Aktion durchgezogen haben. Und wir können uns den Arsch darüber ablachen, dass die Cops uns davon kommen haben lassen. So. Was würde passieren, wenn der Fall anders laufen würde? Die kommen hierher, schmeißen ihr Zeug auf mein Grundstück und dann müssen sie es wieder einsammeln. Und dann würde was passieren? Die Hater denken sich, fuck, jetzt habe ich diesen ganzen Müll hier rumfliegen, jetzt habe ich den ganzen Müll hier noch weg entsorgen, habe jetzt auch noch eine Anzeige wegen Lärmbelästigung vielleicht sogar noch, habe eine Anzeige wegen dem Betretungsverbot und habe vielleicht sogar noch einen Platzverweis, der für eine Woche oder was gilt. Und dann einen Anschluss noch für 3 Jahre. Das würde dann schon ein bisschen, also psychologisch gesehen. Psychologisch gesehen, ist jetzt aber nicht, ich sage mal, der Durchschnittshater, der da bei dir vor der Schanze steht. Das sind auch nur ein paar Ausnahmen, die sowas halt machen. Und ja, dass das jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, wird auch nur von den Hatern selbst im Game jetzt auch nicht als super toll angesehen. Sowas jetzt auf dem Level. Von daher, ja. Dann, das sind vielleicht ein paar Ausnahmen. Wenn die dann halt erwischt werden, ja, das juckt die halt, glaube ich, relativ wenig, sonst würden sie es gar nicht erst machen. Wenn die das irgendwie interessieren würde. Und die anderen Hater machen ja sowas erst recht nicht, die da vor deinem Tor stehen, die da hinfahren. Die fahren da einfach nur hin und gucken sich das an, machen ein Bild, unterhalten sich, trinken vielleicht ein Bier auf der Straße zusammen. Und das war's. Die juckt das doch nicht, ob jetzt irgendwelche Leute, die zu, naja, wirklich eine Straftat begangen haben, dort eine Anzeige bekommen haben. Dann denken sie sich, ja, okay. Das war jetzt wirklich scheiße, was die gemacht haben. Und die wurden zu Recht jetzt bestraft. Toll. Aber wir machen ja hier nichts. Also, das ist psychologisch die Wirkung. Würde das Ganze einen ganz anderen Eindruck auf die Hater machen und dementsprechend auch schon im Vorfeld dafür Aber er sorgen. denkt halt, wir sind alle gleich. Ne? Das Kollektiv, das ist ja immer noch so bei ihm verankert. Jeder Hater ist wieder andere. Wir sind alle gleich. Alle waren wir schon da, haben die Hütte eingetreten, haben ihm da irgendwie Kacke gegens Haus geworfen und weiß ich was. Klar, Rainer. Weil die Hater untereinander ja ständig im Internet posten, hey, heute war das und heute war das, oh, die Scheißcops haben das gemacht, oh, die Scheißcops haben das gemacht, oh, heute, ich bin davon gekommen. Hey. Das habe ich noch nie gesehen, dass das irgendwer hochgeladen hat. Irgendwas in der Art. Noch nie habe ich das gesehen. Und Scheißcops benutzen wir nicht. Als Ausdrucksweise. Der Einzige, der das öfter mal sagt, hat auf dem Kopf eine Frisur wie eine verfaulte Palme und ein Gesicht wie eine Ananas. Also, ich weiß ja nicht. Ja, also bei uns ist eher der Begriff Ehrenpolizei im Umlauf. Und das wird dich jetzt auch wieder rascheln, weil das Wort Ehre darin vorkommt und du ja der Meinung bist,
Ja, dass Ehre was ganz Besonderes ist. Man das ja nur, wenn man irgendwie die ganze Menschheit vor irgendwas gerettet hat, darf man diesen Begriff überhaupt nur ansatzweise mal in den Mund nehmen. Und alle so, hey cool, wenn ihr davon kommt, komme ich auch davon. Und wenn dann heißt, nö, bist du nicht davon gekommen, wir mussten unser Müll wieder einsammeln und so weiter und keine Ahnung. Und dann heißt es wieder, naja gut, wenn die schon erwischt wurden und wenn da schon so hart durchgegriffen wurde, dann wird das wohl bei uns noch schlimmer sein. Warum sollte es? Wie gesagt, es macht nicht jeder das, was die machen oder gemacht haben. Wir sind kein Kollektivreiter. Wir denken nicht alle gleich. Ist ja furchtbar, ey. Wie der sich das immer vorstellt. Da wirklich wie so eine Zombie-Apokalypse. Das wird wie alle so. Mein Gott, ey. Klar, Alter, natürlich. Wir denken alle gleich. Wir sind alle das Kollektiv-Hater. Es gibt nur eine Sorte von uns. Wann sollten die uns erwischen? Also sollten wir entweder dafür sorgen, dass wir nicht erwischt werden, oder wir sollten dafür sorgen, dass wir gar nicht erst hingehen. Versteht ihr? Wie oft noch? Wenn man nach Straftaten begeht und zu Recht verknackt wird, wird keiner der Hater sagen, oh, das ist aber ungerecht und oh, dann gehe ich da mal lieber nicht hin und keine Ahnung. Dann denken die sich einfach, ja, okay, die haben eine Straftat gemacht und wurden zu Recht angezeigt und dafür bestraft. So, Punkt. Da denkt sich doch keiner, oh, bei mir wird es jetzt noch viel schlimmer, wenn ich da hingehe. Wenn ich nichts, wofür die bestraft wurden, gemacht habe und auch nicht vorhabe, das zu machen, werde ich doch wohl nicht dafür bestraft werden. Immer noch. Das kapiert er einfach nicht. Abschreckung ist in dem Fall das Sinnvollste daran. Aber dadurch, dass die Polizei hier so komplett durchwachsen handelt, manche machen es ja, manche machen es nein, manche machen es sagen A, manche sagen B. Und dadurch, dass sich die Polizei und auch die Situation hier vor Ort durch jeden Polizisten irgendwie ändert und auch durch jeden Hater und durch die Aktionen, obwohl die Aktionen immer dieselben sind, ist es letzten Endes so, dass es nicht schlimmer, dass es nicht besser wird, sondern immer schlimmer, was die Aktion hier angeht. Am Ende ist es immer schon so gewesen. Die Hater kommen hierher, die Hater randalieren und die Hater hauen ab. So. Wenn die Hater nicht abhauen, werden sie erwischt. Aber vor einiger Zeit hatten wir das so, das ist jetzt 2, 3 Wochen wieder her, oder sogar 4 Wochen schon her, da waren Hater hier und da war so ein richtig fetter Klops dabei. Da habe ich auch ein Video hochgeladen, den habe ich dann mit dem Ding verwechselt. Mit dem Metzger, mit dem Ja-Metzger, ja, aber da war dann noch ein anderer dabei, der dann im Nachhinein noch gekommen ist. Das war dann der Ja-Metzger, wie auch immer. Jedenfalls ist es so, die Polizei kam. Ja, fette Klopse findest du immer lustig, Rainer, ne? Hast ja immer vom Spiegel viel zu lachen anscheinend. Hat ihn erwischt und ist weitergefahren. Hat keinen Platzverweis erteilt und gar nichts. Hat zu denen nur gesagt, ihr müsst auf der Straße stehen bleiben. Was sie natürlich komplett ignoriert haben. Mal abgesehen davon. Und nicht nur das. Die sind einfach stehen geblieben. Und das löst beim Hater natürlich sofort aus, hey cool, die Polizei macht nichts und die verarschen den auch und jetzt können wir hergehen und den richtig verarschen und können den richtig anfangen. So. Und jetzt kommen wir mal zu meiner Psyche. Ja, die ist komplett wirr und kaputt und kann auch noch nur noch mit Glück von einem Psychiater und einem Ansatz wieder geheilt werden. Aber egal. Er checkt's einfach nicht. Für ihn ist das so. Wir Hater, wir sind alle gleich. Wir denken alle gleich, wir sind das Kollektiv. Wie Zombies. Wir belagern die Schanze, alle gleich. Wir waren alle schon da, wir haben alle schon Straftaten gemacht und sind immer davon gekommen. Jeder einzelne von uns. Und die Polizei ist scheiße, weil er denkt, das ist seine Leibstandarte. Die machen ihren Job nicht, die erschießen die ja gar nicht. Und richten die öffentlich hin zur Abschreckung. Kapier ich nicht. Wieso nicht? Dann gibt es da noch irgendwie diese komische Politik, die machen irgendwelche Gesetze, die mir nicht in Kram passen, weil ich will mich ja verteidigen und die alle abschlachten. Irgendwie darf ich das nicht. Irgendwer schiebt mir da irgendwie so einen scheiß Riegel vor. Dieses komische Gesetzdingskrams. Warum auch immer. Kann ich nicht nachvollziehen. So denkt er sich das. Ja. So ist es, Rainer. Na klar. Was macht es wohl mit mir, wenn die Cops kommen? Ich rufe die an, weil ich mich bedrängt fühle, weil ich mich belästigt fühle, weil ich mich in meinem persönlichen Freiraum eingeengt fühle, weil ich mich in meinem körperlichen, leiblichen und sachlichen Wohl und finanziellen Wohl angegriffen fühle und auch angegriffen werde.
Dann rufe ich die Polizei. So. Die Polizei beschwert sich darüber, wenn ich den Leuten aufs Maul hau, weil es Selbstjustiz ist. Aber gleichzeitig unternimmt sie selbst nichts. Man merkt auch, dass ich ruhig bin. Ich rede sachlich über das Ganze. Fakt ist, die Polizei macht schon was gegen die Hater. Das ist jetzt auch wieder interessant. Jetzt schwenkt er einmal kurz um. Jetzt hat er wieder festgestellt, oh, jetzt habe ich aber ganz schön viel gegen die Polizei gegengebasht. Jetzt muss ich aber auch mal wieder was Positives sagen. Irgendwas. Das denke ich mir jetzt aus und dann hören wir uns das mal an. Aber es gibt genug Polizisten, die dagegen nichts machen. Die mir höchstens noch hinterm Rücken dann auslachen. Ein Beispiel. Ich habe vor einiger Zeit außen im Garten gesessen, als Hater hier waren. Die Hater sind abgehauen, die Polizei ist gekommen. Merkwürdigerweise so etwa 5 bis 10 Minuten später. Das kommt übrigens in letzter Zeit sehr, sehr häufig vor. Ich weiß nicht, ob die Hater mittlerweile da irgendwie Möglichkeiten haben, sich da besser zu verständigen, irgendwie Walkie-Talkie oder sonstige Scheiße. Boah, ey, die Paranoia knallt ja richtig mittlerweile. Die Hater sind bestimmt auf dem Polizeifunk und hören mit. Oh, jetzt fahren sie los, jetzt müssen wir los. Junge, 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 das wird ja immer abenteuerlicher. Und dann mitbekommen, wenn die Polizei irgendwie schon an der Straße hinten ganz irgendwo fährt, dann können die abhauen. Keine Ahnung, jedenfalls ist es so, dass ich dann im Garten saß, die Hater hauen ab, die Polizei kommt, fährt an mir vorbei, hält gar nicht an, fährt an mir vorbei, fährt hoch zu die Nachbarn beschweren sich über mich, das ist das Geilste daran, die beschweren sich über mich, nicht über die Hater, nicht über die Aktionen, die die Hater abziehen, nicht über das Geschrei, das die machen, sondern über mich, weil ich schreie, weil ich meine Aggression auf diese Art und Weise kompensiere. Ja, Rainer, immer noch, das hast du ja auch mal gesagt, diese Aussage, dass du rumschreist, damit du deine Aggression bewältigen kannst, was auch wieder absolut lächerlich ist, dass sich die Leute dann im Dorf darüber beschweren, dass du da rumbölkst, wenn die Hater gar nicht rumbölken, ist doch wohl logisch. Deine Lärmbelästigung, die du ausstößt und da die ganze Zeit am Rumbölken bist, ist auch Lärmbelästigung. Das ist nicht für die Dorfbewohner lieblicher Gesang, der denen in den Ohren rumschallert. Das ist Ogergebrüll. Das riecht die genauso auf, als wenn da irgendwelche Hater rumschreien. Aber so weit denkst du halt mal wieder nicht. Und dass sich die dann da logischerweise drüber aufregen und nicht denken, ach, der Rainer, welche liebliche Klänge er wieder ausstößt. Ach. Man muss es einfach genießen. Horst, dreh mal die Lautstärke auf. Runter von meinem Grundstück. Himmlisch, diese Ruhe und Musik, einfach toll. Ja, Rainer, genauso wird es sein. Mhm. Natürlich. Natürlich ist das Lärmbelästigung für die Dorfbewohner. Fucking obviously. Aber ist egal. Für dich ist bestimmt in deiner Fantasiewelt singst du da nur vor dich hin und die Dorfbewohner sollen das auch noch huldigen und das toll finden, dass du da rumschreist und alles. Boah, der Rainer, was für eine Stressbewältigung er wieder macht. Wahnsinn. Wahrscheinlich sollen sie dann auch noch alle am Tor stehen und klatschen. Danke für dieses Konzert. Zugabe. Ja. Genau. Lächerlich. Damit ich niemanden die Fresse eintrete, was auch nicht immer funktioniert. Und dann kommen die hierher und reden mit denen. Und schön laut und schön aggressiv. Und so laut, dass ich das sogar im Garten unten gehört habe. Gut, ich habe ein gutes Gehör, kommt noch dazu. Aber dann kommt von den Cops die folgende Aussage. Ja, wir würden ja gerne mehr dagegen machen, aber wenn so ein Vollidiot, damit bin ich gemeint. Ja, diese Begriff kann man durchaus anwenden, ist jetzt nicht gerade fehl am Platz. Immer so Videos ins Internet stellt, wo er sagt, kommt zu mir. Das letzte Video, wo ich das gesagt habe, ist wie lange her? 2016, 2017. So. Und das war damals nur der Versuch, zu zeigen, dass ich mich anders verhalten kann. Indem ich Poster verkaufe, indem ich mich mit den Leuten unterhalte, indem ich freundlich bin. Das wäre mir neu. Aber gut. Das ging natürlich komplett in die Hose, weil die Leute einfach nur randaliert haben. Aber das war mein Versuch, mich freundlich hinzustellen und mich freundlich zu zeigen und freundlich zu zeigen, wie ich wirklich bin. Aber das hat nicht funktioniert. Und das davor ist Jahre davor gewesen. Das war 8 Jahre vorher. Das war, wie gesagt, erst vor ein paar Monaten. Rainer, es geht nicht darum, dass du dich ins Internet setzt und dort 1:1 die Aussage droppst, komm zu mir, sondern es geht darum, dass du dich ins Internet setzt und hier
immer wieder den übelsten Rotz vom Stapel lässt, der natürlich die Leute abfuckt. Und ja, dass manche dann da hinfahren und dir das auch gerne persönlich sagen wollen würden, wie scheiße du bist, kann man dann verstehen. Ja. Und die Polizei checkt das halt, weil die sind halt nicht blöd. Und die wissen, warum das so ist. Die kapieren das mit Ursache, Wirkung. Und die wissen, warum die Leute vorm Tor stehen. Weil die eben nicht da gespawnt sind und da die große Zombie-Apokalypse ist, sondern weil die halt wegen dir da sind. Und wenn du keine Aussagen ins Netz hauen würdest, die alle abfacken, die jeden nur wieder denken, was zur Hölle labert der da? Wenn du das sein lässt, dann kommen die gar nicht her. Weil dann haben sie ja gar keinen Grund dafür. Ganz einfach. Aber ja. Das war etwa 8 Jahre vorher, wo die Hater randaliert haben, wo die Hater rumgeschrien haben, wo die Hater Scheiße gebaut haben und so weiter. Und da habe ich damals ein Video gemacht mit dem Komm zu mir. Ne? Ja, es ist ein Fehler gewesen, dass ich das gemacht habe. Anfangs hat die ersten 2 Jahre hat es niemanden interessiert, mal abgesehen von allem anderen. Und als ich das Video innerhalb von wenigen Minuten wieder gelöscht habe, hat auch keinen Unterschied gemacht, weil es tausende Hater gleich kompensiert haben, indem sie es noch hochgeladen haben. Ne? Ihre Mikrogröße haben sie gleich kompensieren wollen. Letzten Endes ist es so. Boah, da kompensieren denn jetzt hier? Mensch. Medien, Polizei, Regierung und so weiter und viele Zuschauer und andere Leute im Internet behaupten, dass ich provoziere. Ja, das ist nicht behaupten, das ist die Wahrheit. Da kann man tatsächlich mal sagen, Fakt ist, du provozierst. Ganz einfach. Das ist die Wahrheit. Kann auch niemand abstreiten. Außer ja, unsere sprechende Ananas hier wieder. Sie behaupten, dass meine Videos, die ich mache, provoziere. Stimmt. 1:1. Wunderbar. Diese Leute, die das behaupten, haben das Game verstanden. Das, was ich sage, provoziert. Alles richtig bisher. Ich finde keinen Fehler. Das, was ich mache, provoziert. Kurzum. Ja, alles richtig. Was willst du denn jetzt da irgendwie anders dastehen lassen? Jetzt bin ich mal gespannt. Meine einzige Existenz, also meine Existenz an sich, ist schon eine Provokation für alle anderen. Nein, falsch. Das, was du hier von deiner Existenz im Netz präsentierst, ist die Provokation für alle anderen. Wenn du das hinter verschlossener Tür nur für dich selbst machst, dann regt das ganz genau niemanden auf. Das juckt dann auch keinen. Heißt letzten Endes eigentlich nur, es gibt nur eine Lösung dafür. Ja, Rainer, klar. Also wenn das für dich die Lösung ist, dann... Ja. Immer noch. Niemand ist davon getriggert, dass du lebst. Okay, vielleicht ein paar ganz wenige. Aber nicht die Allgemeinheit. Und schon gar nicht irgendwie die Polizei oder sowas. Es geht einzig und allein um deine Internetpräsenz und von mir aus Existenz. Die wollen alle Leute tot sehen. Darum geht's. Nicht um Rainer Wingel, sondern Drachenlord muss quasi weg. Nicht der Künstler, sondern das Gemälde muss leiden. Sagen wir es so. Darum geht's. Was du da in deinem Dorf machst, hättest du keinen YouTube-Kanal. Würde absolut niemanden jucken. Absolut niemanden. Außer vielleicht ein paar Leute im Dorf, die dich kennen. Aber das wird dann nicht solche Wellen schlagen. Das wäre denen sowas von kackegal. Dann wird sich jeder denken, oh, irgendein Dorf-Dulli, beschäftige ich mich jetzt nicht mehr mit. Und fertig. Aber so bist du eine Person des öffentlichen Lebens und so wird auch die Öffentlichkeit auf dich reagieren. Tja. Nicht, dass ich das vorhab. Aber das ist halt so wieder so die Sache, wo ich mir halt denke, dass es die einzige Lösung wäre, um aller Welt irgendwie Frieden zu bringen, wenn ich draufgehe. Dabei will ich gar nichts. Ich will mein Leben führen. Ich will Leute zum Lachen bringen im Internet. Ich möchte meine Videos und meine Spiele... Dann mach's nicht so, wie du es machst, weil das bringt niemanden zum Lachen, sondern zum Heulen. Oder macht die Leute halt nur wütend. Also, ja, Moment. Doch, es bringt Leute zum Lachen. Entschuldigung.
Sie machen sich aber nicht mit dir über etwas lustig, sondern sie lachen über dich. Wenn das dein Ziel ist, dann erfüllst du das mit 1 plus mit Sternchen. Viele spielen bzw. machen und meine Streams machen und ich möchte einfach mein Leben führen. Ich wollte früher, mittlerweile hat sich das geändert. Ich wollte früher meine Frau, ich wollte Kinder, ich wollte mit meiner Frau meine Kinder auch mal in Urlaub fahren können, ich wollte ein schönes Leben für die haben. Ja, dann hättest du YouTube sein lassen müssen und dann lieber das gemacht. Das hätte bestimmt sogar funktioniert. Denke ich schon. Also, naja, aber hast dich halt für das da entschieden. Für die beiden. Ich wollte für die alle ein schönes Leben haben und für mich natürlich auch. Ich bin ein Typ ganz normal aus der Arbeiterklasse. Ich komme aus der Arbeiterklasse, ich bin darin geboren, ich bin darin aufgewachsen, ich habe darin gelebt, bevor ich YouTube gemacht habe und auch in der Zeit, wo ich YouTube gemacht habe, noch sehr lange. Ich habe nicht mit YouTube angefangen, um davon irgendwie leben zu können. Im Gegenteil, ich habe damals einfach ein bisschen Videos gemacht und ein bisschen Spaß gemacht mit meinen Kumpels und so weiter. Ich hatte 20 bis vielleicht 50 Abonnenten oder so und es war mir egal. Es war mir vollkommen egal. Mich hat es gewundert, dass überhaupt so viele Leute meine Videos schauen. Und dann kamen Leute, die mir auf den Sack gegangen sind und die mich angegriffen haben und die immer wieder meinten, sie müssten jetzt hier einen auf, keine Ahnung, was weiß ich machen und hier den Leuten auf die Nerven gehen. Dabei ist dann es oft genug passiert, dass Leute meinen Ruf in den Dreck gezogen haben. Rainer, immer noch. Meine Güte, wenn du Videos öffentlich stellst, dann musst du doch damit rechnen, dass sowas kommt. Wenn das halt wirklich irgendwie lächerlich oder cringe ist, dann wird irgendwann immer irgendwer kommen, der dir drunter schreibt, das ist scheiße. Oder macht sich drüber lustig. Das, wie gesagt, kann man dann entweder ab und geht damit gut um, kommt damit klar, oder halt nicht. Und die meisten, die damit nicht umgehen können, sehen dann ein, okay, ich besitze Selbstreflexion, ich sehe, das, was ich mache, kommt bei den Leuten nicht gut an, alles klar, Videos auf privat, adios. Oder ich mache alles anders und überlege mir was Neues, Geiles, was den Leuten dann zusagt. Nein, unser Reinerle sagt sich, ach kack, egal, ob es den Leuten gefällt, ich mache einfach so weiter und dann beleidige ich die einfach noch zusätzlich und fuck die immer mehr ab und gehe nur noch auf die ein und ignoriere alles andere, was ich irgendwie mal vorhatte. Und dann findet man sich hier wieder, weil wie gesagt, Selbstreflexion besitzt er einfach nicht. Das ist Mangelware, das gibt's da nicht. Weil auch immer die anderen schuld sind und nicht er selbst. Meine Art, wie ich öffentlich auftrete, verändert haben. Moment. Die Hater haben alles versucht, um mich unglaubwürdig zu machen und gleichzeitig sich selbst zu stärken. Das machen sie auch heute noch, nur nicht mehr ganz in dem Ausmaß, weil es mittlerweile nicht mehr nötig ist. Ich behaupte mal, dass mich niemand von euch kennt. Ach Mann. Könnt ihr nicht direkt nacheinander fahren, dann braucht ihr nicht dauernd Pause. Ja, Rainer, das sind Leute, die arbeiten. Die holen wahrscheinlich gerade die Ernte oder was weiß ich, was die da machen. Aber das sind Leute, die wirklich arbeiten. Und nicht Pokémon spielen und das als Arbeit bezeichnen. Also. Naja. Pause machen. So. Ich behaupte, dass mich niemand von euch kennt. Und ich behaupte auch, dass sich niemand von euch die Mühe gemacht hat, mich kennenzulernen. Och, wir wissen genug über dich, Rainer. Aber nein, bei dir kennt man dich ja erst, wie gesagt, wenn man mit dir ausgegangen ist, 20 Jahre mit dir unter einem Dach gewohnt hat und gehabt hat mit dir, dann kennt man dich erst. Und dann darf man erst über dich urteilen. Erst dann. Dann kennt man dich. Dann kennt man alle 100%. Wir hingegen kennen leider nur 98%, aber nein, wir kennen dich nicht, Rainer. Also, naja, ja, 2%, wir kennen die Leier. Nein, natürlich, mehr wissen wir nicht. Nein, nein. Natürlich gibt es jetzt wieder ein paar Hater-Mädels, die dann was anderes behaupten. Die sagen, ja, wir hätten das so und so gemacht und keine Ahnung. Aber der Witz ist, dass solche Sachen immer aus zwei Richtungen gehen. Und meine Erfahrungen mit den ganzen Hater-Mädels da, die es so gibt, die dann versucht haben, mich irgendwie persönlich kennenzulernen. Die, die...
die das wohlgemerkt auch alle geschafft haben bisher. mich verarscht haben, und das sind nicht wenige, haben irgendwann mein Vertrauen darin zerstört. Und deswegen habe ich dann irgendwann angefangen, die ganze Sache anders zu sehen und auch anders zu betrachten und habe sie auch anders umgesetzt. Die Handvoll, und es ist wirklich nur eine Handvoll Mädels, die ich real getroffen habe und mit denen ich auch mich zusammengetan habe, mit denen ich zu tun hatte und so weiter. Mit all diesen Mädels ist es so, dass diese mich etwas besser kennen, aber auch nicht wirklich gut, weil ich letzten Endes mich niemanden wirklich öffne. Zumindest Nein, nur dem gesamten Internet, aber das ist ja niemand, ne? niemanden, den ich nicht seit mindestens mehreren Jahren kenne. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich niemanden vertraue oder so. Vertrauen habe ich kein Problem mit. Im Gegenteil. Es geht nur darum, dass ich kein Interesse habe, mich anderen zu öffnen. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Man kann über mich erzählen, was man will. Soll man über mich erzählen, dass ich das bin, dass ich das bin, dass ich das mache, dass ich das mache. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wie ich bin. Und ich weiß, was für eine Art von Mensch ich bin und sein will. So präsentierst du dich aber nicht. Und so redest du auch nicht. Und dann würdest du dir nicht immer so viel Mühe geben, irgendwas wieder gerade zu rücken, was über dich behauptet wird. Stichwort T-Shirt. Was dich allein auch schon wieder triggert, dass irgendwer gesagt hat, dass du halt nur ein T-Shirt besitzt. Wenn dir das wirklich so kackegal wäre und du wüsstest, wer du bist, dann würdest du einfach sagen, ja, okay. Laber doch. Ich weiß es besser. Aber dann willst du doch kein Video machen und dich 10 Minuten darüber aufregen, dass irgendwer gesagt hat, ich habe nur ein T-Shirt, das stimmt doch gar nicht. Ich habe 40, 50, 60. Die zeige ich nicht, aber mein Bar habe ich. Bitteschön. Ja, rein. Und das mache ich nicht davon abhängig, wie andere mich sehen. Das mache ich auch nicht davon abhängig, wie andere mich sehen wollen. Letzten Endes ist jeder für sich selbst verantwortlich und jeder muss seinen eigenen Weg gehen und sein eigenes Leben führen. Wenn allerdings mein Leben mit dem Leben eines anderen kollidiert und ich dann anfange, diese Person anzugreifen, zu belästigen, zu verstümmeln und was weiß ich noch alles, dann... Was? Bitte was? Was kommt denn jetzt? Was hast du jetzt schon wieder gemacht mit 4 im Wald? Habe ich definitiv ein Problem, weil jemanden anderen anzugreifen, jemand anderen zu verletzen, jemand anderen in welcher Form auch immer zu boykottieren, es ist und bleibt letzten Endes ein Akt, der einen selbst zerstört. Die Regenbogenschaf-Aktionen, die Kuchen-TV-Aktionen, die ganzen Affenkeks und Molumbi und ich weiß nicht, wie sie alle noch heißen. Captain Metal ist mittlerweile schon gar nicht mehr real. All diese Sachen, all diese Leute, die führen alle irgendwo ihr eigenes Leben. Vielleicht sogar ein recht normales Leben. Mal abgesehen von dem Hate im Internet, den sie mir entgegenwerfen. Ich würde mal so weit gehen und behaupten, dass jeder von uns ein verdammt normales Leben führt. Und zwar normaler als du. Also von daher, ja, das ist einfach wie so eine Art Hobby. Man guckt sich das an, man redet dann vielleicht, wenn man Gumpels hat, mit denen in der Freizeit da mal drüber. Und auch nicht jeden Tag, sondern einfach mal zwischendurch. Ja, hast das wieder gesehen? Ja, habe ich gesehen. Wie fandest du es? Ja, komplett bescheuert, wie immer. Das ist alles. Und so bleibt das auch. Das ist doch jetzt nicht hier hauptberuflich. Also. Ja, also das ist also wirklich. Das ist einfach so krass, wie er denkt, dass wir, was wir sind. Ey, also. Aber keiner von denen hat sich, glaube ich, jemals wirklich die Gedanken gemacht, wer ich eigentlich wirklich bin. Es gibt ziemlich viele Videos über dich, wo eine psychische Analyse gemacht wird, wo generell Analysen von dir gemacht werden, von deinem Verhalten, was daraus geschlossen werden kann, was wie, oder wie man daraus Rückschlüsse ziehen kann auf dich, was das über dich aussagt. All so eine Dinger wurden alles schon gemacht. Kannst du einfach mal eingeben. Da bekommst du ganz viele Videos, aber nee, hat noch keiner von uns gemacht. Nein, nein. Klar, natürlich haben sie hier mal was gehört und da mal was gehört. Es gehen über mich Gerüchte herum, dass ich pädophil bin, was Blödsinn ist. Es geht genauso das Gerücht über mich um, dass ich zoophil bin. Auch das stimmt natürlich nicht. Aber... Du hast selbst gesagt, dass du auf ein Borno
gemolken hast, der daraus bestand, dass ein Typ, ein Delfin, ja, ne, wegorgelt. So. Das war deine Aussage. Das hast du so gesagt. Das fandst du geil. Weiß ich nicht. Also, wenn man sowas sagt, dann ja, braucht man sich nicht wundern, wenn solche Gerüchte dann auf einmal aufkommen. Die Sache ist, die Menschen neigen dazu, zu glauben, was viele sagen. Das heißt, wenn 20 Leute etwas sagen, dann spielt es für die meisten erstmal keine Rolle, dass es falsch ist, sondern viele sagen das, also glauben sie den vielen, anstatt sich selber Gedanken zu machen. Das trifft nicht auf alle Menschen zu, auf mich zum Beispiel nicht. Und auch nein, auf mich natürlich nicht, ich bin immer was Besonderes. Auf viele andere, die ich kenne, nicht. Aber es ist trotzdem so, dass die meisten und die Mehrheit der Menschen einfach an sowas glaubt. Und es wird nicht hinterfragt. Und das ist der Grund, warum unter anderem Menschen wie ich darunter leiden müssen. Die dann hinterher von Leuten, die sich für was Besseres halten, auf mich losgehen, auf das, was ich mache, auf das, wofür ich stehe oder stehen will. Und letzten Endes versuchen sie damit nur, eine Welt zu schaffen, in der sie sich besser fühlen und wohler fühlen. Als eine Welt, in der sich alle wohlfühlen könnten. Ja, Rainer, natürlich. Klar. Wir haben alle Minderwertigkeitskomplexe und deswegen machen wir alle dich schlecht, um uns besser zu fühlen. Klar. Das ist immer so dieser typische Spruch, den man kennt. Ich glaube noch aus Schulzeiten. Wenn du irgendwen keine Ahnung, beleidigt hast oder so, dann kommt immer dieses typische, ja, der macht das ja nur, um sich selber besser dastehen zu lassen, um sich selber besser zu fühlen. Mag vielleicht sein, dass das auf manche zutrifft, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber bei dir ist es eher wirklich nur den Spiegel vorhalten und dir zu zeigen, was für einen verkommenen Charakter du besitzt. Das ist eher das, was die meisten Leute wollen. Einfach nur, um dir zu zeigen, was für eine Kacke du laberst. Das ist meine Intention. Einfach nur zu zeigen, wie behämmert du eigentlich bist. Was du hier vom Stapel lässt. Einfach nur das zu zeigen. Das ist ja hier nicht von irgendwem bearbeitet, was ich hier sehe. Das ist ja original 1:1 von dir. Deine Aussagen, unzensiert, knallhart. Das einfach nur zu zeigen, was hier behauptet wird. So. Vielleicht auch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu betreiben. Und natürlich, ja, begleitetes Reinerschauen, weil man es alleine, da, ja. Da braucht man eine spezielle Ausbildung zu. Die habe ich gemacht. Viele andere von uns auch. Und, um das den anderen zu ersparen, machen wir das ja hier. Ganz einfach. Wir waren auf der Winklerschule. Das ist die härteste in ganz Deutschland. Direkt nach der Baumschule. Also, das war nicht leicht. Ja. Die Mehrheit wohlfühlen könnte. Die Mehrheit ist nämlich unzufrieden mit ihrem Leben. Zumindest habe ich das Gefühl. Ich meine, was gibt es sonst für eine Erklärung, dass um 12:30, nee, um 12:30 Leute bei mir vor der Haustür stehen, mitten in der Woche? Ich glaube, die sind relativ zufrieden mit ihrem Leben und da haben einfach sich jetzt gesagt, vielleicht haben sie, sind ja alles arbeitslose Kackstudenten, ne? Die haben vielleicht frei oder was weiß ich, ja, Semesterferien, whatever, oder sind vielleicht noch in der Schule, ich meine, jetzt sind ja auch bald Ferien, ich weiß nicht, wann die in Bayern sind, aber kann dann schon mal sein, dass sie dann da halt stehen und dann einen Ausflug dahin gemacht haben. Und sich halt einen schönen Tag mit den Freunden machen. Ganz einfach. Hat jetzt, glaube ich, nichts mit, dass die ihr Leben hassen zu tun. Dass sie da jetzt bei dir vorm Tor stehen. Da am Tor rumreißen, die Nachbarschaft zusammenschreien, Sachen auf mein Grundstück werfen und dann wieder abhauen, wie die kleinen Kinder. Und rennen sie lachend weg. Und ich denke mir jedes Mal, und das soll keine Beleidigung an Menschen sein, die so sind, seid ihr eigentlich behindert? Das denke ich mir dann.
weil ich bin halt mit Menschen aufgewachsen, die auch geistige Behinderungen haben. Und die machen auch manchmal dumme Sachen und lachen dann so und benehmen sich halt wirklich wie kleine Kinder. Nicht alle, aber einige. Und es ist so ein klassisches Verhalten davon. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen Behinderte. Im Gegenteil, ich bin mit solchen Menschen aufgewachsen zum Teil. Aber es ist halt wirklich so, wo ich mir halt denke, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich meine, ihr haltet euch für was Besseres, ihr haltet euch für intelligenter, ihr haltet euch für stärker und für besser. Aber ihr benehmt euch schlechter. Ich meine, wenn ich versuche... Ach so, die benehmen sich schlechter, aber du verhältst dich natürlich viel besser. Du machst nichts, ne? Du möchtest nicht den Leuten am liebsten die Fresse einschlagen und du brüllst sie auch nicht ständig zusammen und kommst dann rausgewongelt und provozierst sie noch zusätzlich, schreist denen hinterher, was für Feiglinge ihr doch seid. Bleibt doch hier! Und so. Nein, das machst du nicht, Rainer, ne? Und du brüllst auch nicht noch immer weiter, wenn die schon längst außer Hörweite sind. Nein, nein, nein. Du verhältst dich natürlich viel besser. vor anderen, also als jemand dazustehen, der besser und stärker ist, dann verhalte ich mich entsprechend. Ich gehe nicht her und sage, ich bin stark und keine Ahnung, heb dann den Lolli hoch und kriege ihn nicht hoch. Das ist ein beknacktes Beispiel. Ich tue halt nicht so, als wäre ich irgendjemand, der ich nicht bin. Ich bin ein zynischer Mensch, ich bin ein zynischer Fantasie. Ach, guck mal, jetzt gibt er uns wieder Einblicke in sein Privatleben und öffnet sich und sagt uns detailliert, was er für ein Mensch ist, ne? Aber er öffnet sich natürlich nie und nein, nein, würde er nie tun. Voller Mensch, der mit Gedanken viel spielt, der viel so zynisch bin ich eigentlich teilweise gar nicht. Aber ich bin teilweise auch ein bisschen egoistisch, teilweise, wobei egoistisch weiß ich gar nicht. Oh, doch, 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 doch. Aber ich bin auf jeden Fall narzisstisch, wollte ich sagen. Ah, ja, da, 10 von 10, ja, stimmt. Ich bin definitiv irgendwo auch ein bisschen narzisstisch. Nee, nicht ein bisschen kannst du weglassen. Aber das liegt daran, dass der einzige Mensch auf der Welt, der für mich da war, der Rainer war. Ach, der Rainer. Guck mal. Der war immer für den Drachenlord da. Der Rainer. Hui. Da würde mich jetzt echt mal interessieren, was seine Eltern da jetzt zu sagen würden. Oder seine Oma, die ja auch da gelebt hat, zu der Aussage. Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Und das bin ich. Der einzige Mensch, der wirklich immer hinter mir stand, der alles mitgekriegt hat, der alles erlebt hat, der alles gesehen hat und alles mit den gleichen Emotionen wahrgenommen hat wie ich, bin ich selbst. Niemand anderes kann das nachvollziehen, egal wie sehr er sich anstrengt und egal wie ähnlich seine Lage ist oder war. Das ist zumindest meine feste Überzeugung. Das heißt nicht, dass ich besser bin als andere, weil ich wiederum mich nicht in andere versetzen kann. Zum Beispiel... Ja, dir fehlt Empathie und Selbstreflexion. Zwei Dinge, die halt nun mal auf menschlicher bzw. zwischenmenschlicher Ebene verdammt wichtig sind, um mit Menschen vernünftig interagieren zu können. Geht mir beim besten Willen nicht in den Kopf, wie einer, der in der Realschule oder im Gymnasium war und jetzt vielleicht am Studieren ist oder vielleicht sogar schon fertig ist mit seinem Studium und eine vielversprechende Karriere vor sich hat, hierher kommt, um jemanden anzugreifen, der aus der Arbeiterklasse ist und versucht, sein eigenes Leben zu verbessern. Der Student, ne, kann trotzdem aus der Arbeiterklasse kommen. Der ist ja, keine Ahnung, gibt doch Leute, die in der Arbeiterklasse geboren werden und dann arbeiten die sich tatsächlich hoch und leisten wirklich ehrliche Arbeit und schaffen es tatsächlich auch noch ein Studium zu absolvieren. Und ich finde, die haben gerade das Recht, dann zu sagen, wenn sie aus derselben Klasse womöglich sogar sind. Und trotzdem ein Studium absolviert haben, zeigen sie ja erst recht. Schau mal, Rainer, ich bin aus derselben Klasse wie du. Und ich habe komischerweise aus meinem Leben was gemacht. Und was du hier als Arbeit bezeichnest, ist für mich eine Beleidigung gegenüber meiner Leistung, die ich erbracht habe bisher. So. Wo ist das jetzt ein Problem? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Können Sie doch sagen.
sein eigenes Leben in den Griff zu kriegen und zu versuchen, anderen Leuten auch ein schönes Leben zu liefern, indem man sich einfach ein bisschen über ihn amüsieren kann oder ein bisschen lachen kann oder so. Das verstehe ich einfach nicht, weil das ist eigentlich jenseits, na, keine Ahnung, das ist jenseits allen Verstandes, wenn ihr mich fragt. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich dieses Video noch machen will, weil letzten Endes ist es so, dass es am Ende immer darauf hinausläuft, wie es schon vorher war. Es ist jedes Mal so, dass man versucht, einen Weg zu gehen, der am Ende dann im Nichts verläuft. Die Hater randalieren hier. Die Hater bauen hier Scheiße. Es ist Betretungsverbot, es herrscht Lärmbelästigungsverbot, wie das genau heißt, weiß ich nicht. Und es wird sich da nichts dran gehalten. Die Polizei ist überfordert mit den Mengen an Leuten, die hierher kommen tagtäglich. Die Regierung unternimmt anscheinend sonst nichts anderes. Ja, die Regierung hat auch sonst nichts Wichtigeres zu tun, als sich jetzt damit auseinanderzusetzen, genau. Werden sie wahrscheinlich noch so einen Sondergipfel veranstalten, um sich mit der Lage am Alschauerberg zu beschäftigen. Also, die Flutopfer da, ach, boah, unwichtig. Corona, unwichtig. Wirtschaftliche Lage im Land, unwichtig. Alschauerberg. Rheinalle, das ist wichtig. Das sind die Top-Diebissen in der Politik. Alles andere ist zweitrangig. Erst der Rainer, dann die Sintflut. Weil offensichtlich in der Neustädter Polizei zu wenig Leute sind, unabhängig von dem, was bei mir passiert, sondern generell. Wir haben einen der größten Landkreise im ganzen Bezirk oder in ganz Bayern, sogar in ganz Deutschland, ich weiß es nicht. Und Was? Ja, ihr habt den größten Landkreis in ganz Deutschland, garantiert. Wir haben zwei Streifenwagen mit vier Polizisten pro Streifenwagen und dann vielleicht noch zwei oder drei Leute in der Schicht. Ich weiß nicht, wie viele es sind, keine Ahnung. Das ist nur ein Beispiel. Also ich gehe davon aus, dass jetzt nicht so besonders unterm Tag sind vielleicht mehr da als nachts. Aber es sind zwei Streifenwagen und in jedem Streifenwagen sind normalerweise zwei Polizisten. Kann man also von vier Leuten ausgehen. Mindestens einer sitzt am Telefon und ich könnte mir vorstellen, dass zwei Leute oder drei Leute immer noch in Reserve dabei sind. Also ja. Genau, sechs Leute für den ganzen Landkreis. Natürlich, Rainer. Dann, die warten auch immer die ganze Zeit dann am Telefon. Da sitzt der eine da immer die ganze Zeit. Ah, Leute, ist wieder soweit. Der Rainer ruft an. Ab in die beiden Wagen. Wir fahren jetzt dahin. Also ich bleib hier am Telefon. Und der andere bleibt hier auch noch irgendwie auf der Wache. Keine Ahnung, was der hier eigentlich macht. Der hat eigentlich gar keinen Job, aber ja, der sorgt immer dafür, dass wir genügend Donuts haben. Ja, und die anderen beiden fahren dann immer zum Alschauerberg und zurück. Für was anderes sind die gar nicht zuständig. Sonst haben die auch nichts zu tun. Super. Sagen wir mal 8 bis vielleicht 10 Leute pro Schicht. 10 Leute in der Schicht bedeutet, das sind bei 4 Schichten 40 Mann. Macht doch wieder keinen Sinn. Ich weiß jetzt auch nicht, was er jetzt uns wieder mitteilen möchte. Also, wahrscheinlich ist das jetzt hier ein Aufruf an die Politik, um zu sagen: Leute, wir brauchen hier mehr Leute im. Ja, im Markt Emskirchen ballert da mal ein paar Leute hin in die Polizei. Die sollen da mal was machen, etc. da. Und jetzt mal mit Blaulicht am besten, genau. Es ist an sich erst einmal ziemlich viel, aber für einen Bezirk, der so riesig ist wie unser, ich weiß nicht, wie groß der Bezirk von der Neustädter Polizei ist, aber ich weiß ungefähr, weil es mir schon mal gesagt wurde, ungefähr, wo sie alles hinfahren müssen. Und wenn ich das so ungefähr mal im Durchschnitt errechne oder mir vorstelle, dann dürfte das wohl ein Umkreis von über 120 Kilometer sein, plus minus. Kommt natürlich auch an, wo man hinfährt. Also von mir aus, und ich bin jetzt nicht in der Mitte, aber ich bin jetzt auch nicht am Rand, von mir aus zu dem Bezirk, wo sie normalerweise hinfahren, sind es schon, naja, 120 ist vielleicht ein bisschen viel, aber etwa 80 bis 100 Kilometer dürften es wohl sein. Weil von mir bis nach Bad Windsheim beispielsweise sind es etwa 30, 40 Kilometer. So. Und jetzt bin ich aber nicht am unteren Rand von hier aus, sondern ich bin an der Seite. Und dann ist ja auch noch rechts und links davon da. Also, es ist schon ziemlich viel, wo die hinfahren müssen und ziemlich groß. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie der Bezirk aufgeteilt ist. Das darf ich, glaube ich, auch nicht wissen. Interessiert mich auch eigentlich nicht. Aber es ist halt letzten Endes so, dass ich mich frage, warum haben wir da nicht mehr Leute? Und generell diese ganzen Aktionen, die hier abgehen. Ich meine,
Entschuldigung. Wir hatten das vor einiger Zeit schon mal. Wir hatten vor einiger Zeit schon mal die Aussage, dass ja eigentlich von Seiten der Regierung was geändert werden soll. Ne? Dieser, wie heißt der? Ich vergesse mal seinen Namen. Dieser Regierungsbeamte hat vor 4 Jahren oder so, 2017, hat der 2017? Nee, 2018. 2018 hat er damals gesagt, es wird sich was ändern, wir werden dieses Dorf wieder ruhig kriegen. Davon merke ich aber nichts. Oder war damit gemeint, dass sie versuchen wollen, mich von hier loszuwerden? Paranoia schon wieder. Ach, Reinerchen. Das wird ja immer besser. Jetzt, das ist... Dass er da immer faselt. Jetzt wird da ewig drüber lamentiert, dass da irgendwie mehr Polizisten arbeiten sollen, die dann alle viel härter durchgreifen sollen und wie gesagt, seine Leibstandarte und der Steuerzahler das bezahlen. Klar, so wird's kommen, Rainer. So wird's kommen. Und dann setzt sich die Regierung zusammen und sagt, ah, der Rainer, der hat's jetzt eigentlich verdient, dem stellen wir da so ein eigenes SEK-Kommando zur Stelle, die alle den Befehl erhalten, alles, was sich auf 1 Meter dem Altschauerberg nähert, zu erschießen. Ja, die dürfen sich vom Ogerle anbrüllholen lassen, sich alles gefallen lassen, müssen sie sich alles gefallen lassen, das ist Pflicht. Der darf mit denen umgehen, wie er will. Er darf die beleidigen, er darf die schlagen und noch andere Dinge machen. Wenn da weibliche Polizisten mit dabei sind. Der darf alles. Ne? Das wird ihm passen. Das wird ihm richtig passen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber selbst dann würde da ja nichts, es würde sich ja nichts ändern. Es würde sich ja nur verlagern. Weil selbst wenn ich irgendwo hinziehen würde und nicht sagen würde, wo ich hinziehe, die Hater würden so lange suchen und so lange forschen und so lange jeden noch so kleinen Hinweis nachgehen, um herauszufinden, wo ich wohne. Das würde keine paar Wochen dauern und die wüssten es. Wenn ich Glück habe, vielleicht ein Vierteljahr. Aber selbst das ist unwahrscheinlich. Spätestens nach einem Monat wissen die, wo ich wohne. Dann gibt es also nur eine Möglichkeit, wegziehen und nicht sagen, wo ich hinziehe. Dann ist zwar die Möglichkeit, dass sie es... Falsch, wegziehen ist keine Möglichkeit mehr für dich, da hast du tatsächlich mal recht. Eine Möglichkeit für dich wäre, endlich mal deinen verkackten Kanal zu löschen und dich anders darzustellen im Internet. Oder mal ein paar andere Aktionen bringen, wie gesagt, schon öfter gesagt, mit... Ja, vielleicht mal das machen, worauf die Zuschauer tatsächlich mal Bock haben. Projekt Brot und Brötchen. Radl-Videos kamen super an. Auch Videos, wo du deine Schanze auf Vordermann gebracht hast, auch wenn es nur ein bisschen war, kam auch gut an. Sowas zum Beispiel. Aber nein, stattdessen kommen wieder irgendwelche Videos, wo du 41 Minuten lang irgendeinen komplett inhaltlosen Kack laberst, der halt einfach wieder faktisch falsch ist. Du dich wieder komplett zum Obst machst und ja, was soll das bringen? Mir, dass sie mich leaken, geringer, aber sie ist nicht verschwunden. Denn es ist immer noch so, dass es Menschen geben wird, die mich irgendwo auf der Straße sehen und erkennen und mir bloß nachlaufen müssen, oder nachfahren müssen, um zu wissen, wo ich ungefähr wohne. Und das wird dann immer weiter eingekesselt und irgendwann gehe ich aus der Haustür raus, da steht dann irgendwo ein Hater, den ich nicht sehe oder sonst was, und dann wissen sie sofort, wo ich wohne. So. Das ist unmöglich. Das funktioniert nicht. Würde es auch nie. Am Ende ist es so, dass ich wohl immer da sein werde, wo ich jetzt bin. Ich persönlich bin der Meinung, man müsste versuchen, regierungstechnisch da was zu verändern. Gesetzlich oder so. Gesetzlich oder so. Die machen das doch da mit diesen komischen Büchlein da irgendwie. Wie heißen das? Gesetzgrundesbuch oder irgendwie so ähnlich. Keine Ahnung. Kenne ich auch nicht, dieses komische Buch. Und da stehen doch immer so ulkige Sachen drin mit irgendwelchen komischen Zeichen. Ich glaube, Paragraphen oder heißen die oder so ähnlich. Und da steht doch dieser ganze Quatsch drin und an dem müssen sich ja alle Leute außer mir natürlich halten. Da können die doch einfach mal irgendwas Neues reinschreiben, was hier alles klärt. Ist doch nicht schwer, Leute. Mensch, Politik. Easy going.
Weil die Sache ist ja auch die, man muss das Ganze mal in einem größeren Rahmen sehen. Die Hater lernen jetzt aktuell in den letzten paar Jahren, dass sie bestimmte Sachen machen können, ohne gesetzlich dafür belangt zu werden. Und das, was mit mir abgezogen wird in den letzten Jahren, das ist einfach nur das Zerstören des Lebens eines anderen. Ich habe es vor einiger Zeit im Stream schon gesagt, das ist ein terroristischer Akt. Es gibt terroristische Akte auch in anderen Fällen. Das hatten wir im Livestream vor ein paar Tagen geklärt. Wenn ihr euch da ein bisschen, wenn ihr da ein bisschen genauer drüber reden wollt oder euch das mal anschauen wollt, schaut euch einfach den Livestream nochmal an. Der ist noch, der müsste noch irgendwo in einem Post sein, relativ aktuell. Wenn ich daran denke, poste ich ihn euch noch in die Beschreibung. Und da haben wir auch unter anderem über viele Aussagen gesprochen, die ich in den letzten Wochen getroffen habe. Oder in den letzten Jahren sogar. Da haben wir über fast, also nicht über alle, aber über viele Aussagen geredet, die von Hatern gerne mal anders ausgelegt werden. Und es ist einfach so, dass man keine Möglichkeit hat, irgendwie aus dieser Sache auszubrechen. Außer man bekommt halt wirklich Leute, die einem da unterstützen. Aber ja, siehst du, jetzt, der will eine Live-Standarte haben, ganz einfach. Auch nur in der Hinsicht, dass man, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Ich habe selbst keine Ahnung, wie man da regierungstechnisch, politisch oder gesetzlich da irgendwas machen will und ändern will. Keine Ahnung. Weil letzten Endes ist es so, dass ich jetzt selber nicht weiß, was man da machen sollte. Ja, super. Dann nützt es ja richtig viel zu sagen, die Politik soll mal ihren Arsch hochkriegen und irgendwas da machen. Ich selbst habe natürlich keine Ahnung, aber das ist ja schließlich deren Job. Die machen das dann schon. Am Ende bleibt dann immer nur die Situation, dass man da nichts dran ändern kann. Denn die Polizei ist überfordert, Security kann ich mir nicht leisten. Und selbst wenn, was würde das ändern? Was würde das ändern? Die Security würde auf mich und auf mein Grundstück aufpassen. Und ja, dann? Dann muss ich den Rest meines Lebens mit einer Security rumlaufen und auf mein Haus aufpassen lassen. Ja, Rainer, dann denk doch mal ganz stark nach, welche Alternative dir noch bleibt. Und nein, damit meine ich nicht die Exitus-Alternative, wobei eigentlich schon, aber halt nicht die im echten Leben, sondern die Online-Exitus-Alternative. Die bleibt dir noch. Und die würde ich dir wärmstens empfehlen. Das würde nämlich definitiv was verändern. Aber das möchtest du halt nicht. Weil, dann müsstest du dir eingestehen, dass du auf YouTube auf ganzer Linie versagt hast. Ich bin als YouTuber vielleicht eine Person des öffentlichen Lebens. Ich persönlich sehe mich ja nicht als solche. Ich bin ein Typ, ganz normal. Normal würde ich jetzt nicht sagen, aber ja, du bist ein Typ. Der gerne Videos macht. Das ist ja mein Hobby. Ich verdiene auch Geld damit, klar. Aber ich sehe mich nicht als was Besseres. Als keiner von euch. Jetzt kommt wieder doch, tue ich. Weil ich bin was Besseres. Ich bin das höchste Wesen, was es gibt, Allah. Und ihr könnt mir niemals das Wasser reichen. Und deswegen brüllst du auch alle immer vom Tor zusammen, wie viel intelligenter und wie viel weiser und wie viel älter und wie viel besser du doch bist. Aber nein, du hältst sie nicht für was Besseres. Nein, nein. Okay, doch. Ich sehe mich als was Besseres als die Hater. Ah. Aber daran sind die Hater selbst schuld. Ja, natürlich sind die anderen immer schuld. Denn bei ihrem Verhalten, das ist ja wohl kein Wunder, dass man sich selbst als was Besseres sieht, vorausgesetzt, man ist nicht auch so ein Typ, der sowas abzieht. Denn nichts für ungut, ohne jetzt jemanden triggern zu wollen. Aber jemand, der sowas abzieht, ist nichts Besseres. In keiner Weise. Im Gegenteil sogar. Wie auch immer. Auf jeden Fall ist es so. Mach Schluss jetzt, wir haben es verstanden. Dass man daran nichts ändern kann, gerade. Daran kann man nichts ändern und da wird sich auch nichts dran ändern. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass wir in der Zukunft irgendwie anders mit dem Ganzen zurechtkommen. Und dass wir irgendwie es anders schaffen, damit was anzustellen. Ja, wie gesagt.
Ich habe dir jetzt einen Lösungsansatz gegeben, aber der passt ja halt nicht. Und mit irgendwie anders ist noch nie was geworden. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass ich irgendjemanden hiermit erreiche, vielleicht sogar auf einer politisch hohen Ebene. Garantiert, irgendwelche hohen Politiker werden auch deine Videos angucken, aber garantiert. Dass vielleicht doch einmal irgendwas dagegen gemacht wird. Ich soll jetzt verurteilt werden, beziehungsweise ich soll jetzt vor Gericht Oh, schon wieder? Na, das wird jetzt ja interessant. und muss mich wieder verurteilen lassen. Und ich bin mir sicher, dass ich verurteilt werde, auch wenn ich 1 Million Mal vorlege, dass ich mich nur verteidige, weil was anderes mache ich nicht. Ja. Was hast du dir jetzt schon wieder gemacht, Rainer? Na Mensch. Beginnt wohl tatsächlich bald die Knaststaffel. Ich werde hundertprozentig wieder verurteilt. Und zwar einfach nur deswegen, weil ich mein eigenes Leben, meine eigene Existenz und das, was ich habe, das wenige, was ich habe, zu schützen versuche. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr findet, was ihr sucht. Ich hoffe, ihr könnt euch vernünftig verhalten. Und Stream wird es heute auch noch geben. Vlog ist das hier, mehr oder weniger. Ziemlich langer Vlog wahrscheinlich. 40 Minuten. Aber da habt ihr mal wieder ein bisschen mehr zu gucken. Ja, das waren jetzt einfach so meine Gedanken. Das war jetzt nichts, wo ich jetzt irgendwie versuche, eure Meinung zu ändern oder so. Das sind einfach meine Gedanken gewesen, was ich zu dem ganzen Fall sage, was ich denke. Tja, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein. Wahnsinn einfach, ey. Immer diese One-Taker da, irgendwie irgendwas hingeschwafelt und mir fällt da irgendwie auch immer nichts zu ein. Für mich ist das, als wenn du jetzt, ich sag mal, du bist jetzt Flötespieler und dein Beruf ist es, gut und schön Flöte zu spielen. Und was er hier macht, ist, als wenn der Musiker, der Flötist, oder wie man das nennt, einfach nur blöd auf seinem Musikinstrument krumm und schief, naja, Töne rauskommen lässt und das halt dann als Musik verkauft oder so. Einfach ohne erkennbare Ordnung, ohne Sinn und Verstand, einfach nur den Quassel laufen lassen. Daraus bestehen seine Videos halt. Und das ist dann die große Qualitätsoffensive. Naja, aber das kennen wir ja alle schon. Ist ja alles nichts Neues mehr. Die Schallplatte dreht sich und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Alles kein Geheimnis mehr. Naja, ich denke mal, wir hören uns bei den nächsten geistigen Ergüssen wieder. Ich wünsche euch was und stay strong. Forever and always. Sayonara, Matane. Ja. Munter bleiben.